Schönen guten Tag und herzlich willkommen, unsere Freunde hier auf Rocket Beans TV zum Format Speedrandale der Sendung mit mir und Densen86. Heute ein ganz besonderer Speedrunner, den wir eingeladen haben. Was ist denn hier heute danke, los? Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ja, heute ist Gegenteiltag. Alles heute ist anders. So ein bisschen der Gegenteiltag. Nein. Kollege Sia hat sich heute entschuldigt, einmal, weil das Spiel, was wir heute machen werden, er hat es noch nicht durchgespielt. Er will sich für Halloween aussparen. Ach ja, spoilen. Das hat mich auch keiner gefragt. Bei Mario, bei allen Zeldas, bei dem ganzen Kram, gefragt, der nicht mit Taversea. Ist egal. Hättest du mal fragen müssen und sagen so, okay, Simon, du bist entschuldigt. Densen, du warst gerade hier, wir haben mit dir schon mal was aufgezeichnet, falls man das jetzt schon vorher sehen konnte, ein bisschen Baby Kaiser World. Genau. Ne? Und du kennst das Spiel, was wir hier machen wollen, nämlich Resident Evil 2. Genau. Das Neue. Natürlich kenne ich es, ich liebe es auch. Ich habe hab gestartet mit Claire A und habe dann die Leon B Story gespielt. Hab's aber noch im Speedrun-Technischen habe ich noch kaum was gesehen. Also ich kenn's nur aus dem Casual. Sehr schön. Aber vielleicht dann pass jetzt mal auf. Da kannst du dir hier mal ein bisschen was beibringen. Das war sehr lustig. Simon, du, Fabian und ich. Wenn du keine Ahnung hast, kann ich dir ein bisschen was beibringen. Wir haben es ja durchgespielt gemeinsam auf dem Sender. Da uns vielleicht ein bisschen ungelenk angestellt, war auch das erste Mal, wo wir es gespielt haben. Wir sind kaum gestorben und wir waren echt nicht schlecht. Wir waren wirklich, also für unsere Verhältnisse waren wir sehr gut. Klar, macht man mal Fehler. Wir haben zum Beispiel immer falsch geschossen oder so. Aber wir haben darüber nachgedacht, hey, lass doch mal gucken, ob das irgendwie speedrun-technisch was will, weil Resident Evil Speedrun geht immer. Du hast dann häufiger auf Twitter gepostet, da habe ich es mitbekommen. Oh, ich speedrunne gerade ein bisschen, meine Zeit geht runter. Sobald ich eine Zeit hatte, die einigermaßen zeigbar war, also unter 4 Stunden, habe ich dann angefangen, es zu posten, ja. Ja, aber es war tatsächlich, also du bist ja irgendwie bei 3 Stunden in der Richtung und dann sagst du irgendwie, ha, Gregor, was ist denn jetzt hier? Es war eigentlich nur ein Gag, ne? Ich habe mir noch abends geschrieben, weil er direkt eine andere Zeit nachgelegt hat. Ja, nee, das war ja auch, du hast es geschrieben. Ich kam mit 3:30 oder so. Okay. Ich habe jetzt abends nichts vor. Fuck it. Ich habe es angemacht und dann eine 2:40 mit Claire oder so gemacht. Aus mit dem Stand. Reinen Wissen aus dem Stand. Mit dem reinen Wissen aus dem Stand, aber so ziemlich auch Alkohol. Das fand ich schon sehr respektabel. Ich hätte nicht gedacht, dass ich da mal unter 5 Stunden oder so komme. Und dann haust du auf einmal gleich noch mal viel mehr raus. Ja, ich kann dir sogar sagen, wie es kam. Die 3:30-Zeit war auch noch diese Zeit, wo man alles einsammelt, wo man irgendwie noch keinen Plan hat. Dann habe ich mir einen Speedrun genommen, habe den mir hingestellt und habe quasi den Speedrun erstmal so nachgespielt. Also wie man es ja macht, ne? Gucken. Also jetzt nicht einfach nur Roboter nachgespielt, sondern so geht davon. Was sind die Taktiken? Pause gedrückt und das dann gemacht und so. Und da kam ich dann auf eine Zeit, die noch mal deutlich besser war. Genau, das hier wird kein finaler Speedrun von dir. Nein! Weil du bist in der Übung, ich bin in der Übung. Wir wollen irgendwann mal unseren Battle unter Freunden machen. Du bei Leon, ich bei Claire. Und das mal gucken, wie weit wir aneinander kommen. Die sind ja von den Zeiten ungefähr ähnlich. Also ungefähr es wird ein spannender nicht exakt Speedrun gleich, trotzdem. Aber, genau, also dadurch, dass wir unterschiedliche Wege haben, bei manche viele Passagen sind ja gleich. Das heute wird eine Trainingsepisode von dir. Reine Trainingsepisode. Ich dass du einmal zeigst, was dein Stand aktuell ist, der sich ja auch dann noch weiter schleifen wird. Ich eben gerade Fehler schon gehabt beim Trainieren. Also es sind immer noch ganz viele Sachen nicht richtig abgespeichert. So, das muss ich schon mal als Disclaimer sagen. Ja, wir schauen uns mal heute an, wie dein Stand aktuell ist, nach ein paar Wochen, wo du es schon erstmal üben konntest, ab und zu mal. Jetzt habe ich es aber eine Woche auch nicht geübt. Ne? Aber ist okay, das sind ja Sachen, das ist ja für dich auch sehr gut. So kannst du sehen, was ist dein Stand, wo du dich wieder eintrainieren musst. Und ich hatte gestern einen Schlaganfall und habe nur noch einen Arm. Außerdem sehe ich sehr schlecht auf dem Auge und ich höre auch kaum. Problem ist, Schlaganfall bedeutet für dich, du bist losgegangen und hast Leute verprügelt. In einem Anfall hast du Leute geschlagen. Ja, das kennen wir von ihm. Und Densen nimmt sich die Tipps jetzt mit. Absolut, ich bin sehr gespannt. Also gerne auch, du kannst gerne von Speedrunner-Seite aus sehen, wenn ihr was Sachen aufhören. Wir sind ja mehr von der Casual-Seite aus. Aber wir nehmen schon eine Zeit, oder? Jetzt so eine Alibi-Zeit, ne? Unter 2 Stunden. Wir lassen den Counter mitlaufen. Ich glaube, am Ende ist aber natürlich die Ingame-Time, die nochmal gezählt wird, nochmal konkreter. Der Counter ist mehr oder weniger nur für euch. Es gibt eine klare Ingame-Zeit und wichtig ist alle Cutscenes, alle Zeiten im Inventar. Alles, wo man nicht Start und Pause drückt, zählt mit. Also Karte und so. Also man darf, ne? Nicht denken, dass man da lange im Menü oder so rumsuchen muss, kann. Ja, ich werde mich eventuell ganz kurz vor Ende, weil ich noch eine Live-Session danach habe, rausziehen müssen hier, aber ja, gut, dann ich glaube, das ist bei euch auch in guten Händen. Okay, ab wann geht's los mit der Zeit? Ja, ist die Frage, ne? Komm, dann machen wir ja hier, ich hab's noch nie ausprobiert, aber hier ab bald ich Leon S. Kennedy, Standard. Okay. Warte, ja. Jetzt? Wir lassen den Ladevorgang fertig. Der geht jetzt auf 90 und da könnt ihr drücken. Bei 90 könnt ihr drücken, weil jetzt. Weil danach ist nicht mehr viel. Okay. So. Cutscenes werden natürlich übersprungen. Du machst Leon normal. Ja, genau, Leon normal. Es gibt natürlich auch Veteran. Es gibt auch einen Ego-Modus. Das macht es alles noch schwieriger. Veteran ist mir im Moment zu frustrierend. Ich habe es mal probiert, aber ich glaube, dass man, wenn man den Run nimmt und ihn einfach auf Veteran umsetzt, dass das funktioniert. Mhm. Aber da wirst du einmal gebissen und dann bist du schon im roten Bereich. Das macht's einfach mega unspaßig, um mal ehrlich zu sein. Die vertragen auch sehr viel, zum Beispiel, also werden gleich, glaube ich, die Unterschiede sehen. Ich bin mehr so jemand, der in die Knie ballert, um die Zombies zum Stolpern zu bringen. Ist auch eine gute Taktik. Und die verbrauchen dann umso mehr bei Veteranen.
So, durch den ersten kann man direkt durchlaufen. Das Problem ist, dass der dann zurückkommt und man kann entweder ihm einmal in den Kopf schießen oder, was ich lieber mache, braucht 3 Sekunden, aber wen kümmert das? Ne? Sieht cooler aus. Ja. Und irgendwie, ich fühle mich da sicherer. Weil wenn du ihm in den Kopf schießt, kann es sein, dass er dann torkelt, aber eben nicht weitergeht. Und dann hast du nämlich das Problem, dass der da vor der Tür steht. So, hier gehe ich im Mittelgang aus irgendeinem Grund. Ah, ist der ein okay. Ticken, das sind jetzt, also die paar Sekunden, die helfen keinem. Das kannst du nicht verhindern, dass er da nochmal hakelt, ne? Genau, und du musst doch stehen, kannst doch hier stehen bleiben. Cutscene läuft so oder so. Jetzt kommen die 3 Cutscenes am Anfang. Mhm. Da muss man aufpassen, die dritte, die startet so ein bisschen komisch dadurch, dass man, jetzt kann ich sie noch nicht wegdrücken, jetzt kann ich sie erst wegdrücken. Und dann geht's direkt, das machen die gerne, dass du startest und dich umdrehen musst erstmal. In der falschen Richtung guckst, ne? Du hast doch den Quickdreher, oder nicht? Unten ja. Und irgendwas? Ich muss aber sagen, ich habe den, ich weiß natürlich, wie er geht, aber ich nutze den man nicht so gerne. An. Ich habe das Gefühl, der funktioniert nicht so hundertprozentig. Also, ich weiß nicht warum. Vielleicht drücke ich auch immer noch L3 mhm. und dann rennt er ja. Und vielleicht ist es deswegen, aber ich bin zu hektisch noch dafür. Man verliert aber schon Zeit, wenn man sich normal umdreht. Die Cutscenes sind jetzt Teil der Ingame-Zeit? Ja. Also wenn ich die laufen lasse, okay, ich würde sie gerne, also wir haben es ja schon mal gespielt, deswegen, eigentlich würde ich sie gerne laufen lassen manchmal, weil ich das immer so, ich finde es schade, einfach das alles wegzuklicken, aber. Für die Zweckleute, man kann sich auch gerne noch den Speedrun bei uns angucken, den normalen Run. Der ist sehr empfehlenswert, der ist auch sehr gut und sehr schnell. Jetzt kommt schon der erste typische Fehler, dass man erstmal in die Halle geht, aber nein, es geht natürlich direkt weiter. Ne? Gar nicht lang warten, hier ist auch was zum Abbrechen noch. Du wirst wahrscheinlich, weil du hast es geschafft in einem der Runs, eher nicht auf die Kiste zurückgreifen. Ich, also in meinem letzten Run habe ich bis zur letzten Kiste ohne Kiste gespielt. Dann hatte ich aber irgendwann keine Geduld mehr, weil ich brauchte Energie und ich hatte einen Schlüssel noch, den Kreuzschlüssel, den ich im Speedrun nur einmal brauche. Nach zweimal kannst du ihn wegwerfen. Ja, ich hatte ihn aber noch im Inventar. Und dann dachte ich mir, das war der Geiz jetzt. Es war ja nicht, ne, war ja nur für mich. Mhm. Und dann habe ich die Kiste benutzt. Dann habe ich aber auch das Goodie nicht bekommen. Mhm. Aber im Grunde habe ich es geschafft. Also es war wirklich ohne Kiste. Aber ist ja auch nicht besonders. Es geht. Es ist wirklich nicht schwer. Und ich kann dieses Spiel nicht so gut. Trotzdem hätte ich das nicht erwartet, dass das überhaupt möglich ist. So ja, ich auch nicht. Durchspielen war es so viel Kram, den man immer dabei hatte. Man hatte nie Platz. Ja. Und, ne, das ist überhaupt es ist so ein bisschen dieses, du weißt irgendwann einfach, wo Items sind. Du weißt auch, da komme ich noch mindestens 2-mal vorbei. Also kann ich das auch später holen. Und das ist schon die erste knifflige Stelle. Ja. Okay. Sieht leichter aus, als es ist. Eben beim Training habe ich es verkackt. Davon wird viel kommen. Positionierung der Zombies kennen. Wie lenkst du sie ab? Wann läufst du sie vorbei? Wann können sie dich greifen? Auf wem sind sie aggro? Ja, immer diese Tutorials, die würde ich sehr gerne. Die kommen nämlich, also die kommen nicht, wenn du es zum zweiten Mal neu spielst. Das ist so ein bisschen das, was mich daran ärgert, dass es jetzt hier so. Wenn du den Second Run machst, meinst genau, also die kommen dann einfach nicht mehr. Und dann sparst du natürlich hier und da schon so ein paar Sekunden. Ich rede schon, als würde es wirklich bei mir um Sekunden gehen. Also ich bin froh, wenn ich unter 2 Stunden, wenn die Endgegnerkämpfe gut laufen, dann bin ich mega happy, weil die sind ein echtes Fickproblem. Da bin ich auch sehr gespannt. Ich hatte speziell mit Claire ist das der zweite oder der dritte Boss mit dem Container, richtig zu positionieren. Oh Gott, was habe ich da geraged? Und einmal habe ich es geschafft beim ersten Mal. Ich war so happy. Lustig, war bei mir genauso. Ich habe es auch viel zu spät geschnallt, dass das überhaupt irgendwie, dass ich mit dem Container machen muss. Ich habe alles da reingeballert. Mhm. Ich habe ihn ausgeflippt. Und es gibt sicher viele Taktiken. Wenn du eine Blendgranate hast, ist es fast unmöglich zu verlieren sozusagen. Aber wenn du die nicht hast, dann ist es halt schon. Ich nehme ja auch hier die Muni mit. Immer schön ein bisschen extra. Du kannst den Boss kannst du ja auch zumindest so lange beschädigen, dass du ihn nur einmal mit dem Container treffen musst. Ja, das wenn hat, du das vorher auch in unserem Run. Doch, wenn du vorher richtig reinrotzt mit der Flammenwerfer zum Beispiel, was ich gerne mache, was ich jetzt auch machen werde. Ich habe immer wieder das Problem bei solchen Spielen, dass ich dann irgendeine übermächtige Waffe kriege, eine super starke, und dann denke ich immer, ich will sie nicht benutzen. Natürlich kommt noch was Heftiges. Natürlich. Und das Spiel ist vorbei und ich habe alles noch. Die heftigste Munition und die heftigsten Waffen. Ich mache das jetzt, obwohl es nicht sein muss, aber ich habe gemerkt, dass der Typ mich später echt irritiert und nervt. Und einmal, ich bin nicht so perfekt, dass ich immer in den Kopf schieße und immer alles perfekt ist. Und du warst schon überrascht, Gregor, dass ich die nicht kille, ne? Ja. Es geht aber, ja. Man will sie killen, aber es ist nicht nötig. Wirklich. Also du gehst wirklich primär auf Headshots heben. Ich habe es meist versucht, Zeit. 2, 3 in die Knie, dass sie stolpern. Und dann habe ich das Gefühl, dass sie sicher an dem vorbeikommen. Aber anscheinend dieses kurze Ablenken reicht schon. Reicht wenn völlig aus. Machst, ja. Ne? Es ist gegen einen, kannst du eben auch theoretisch ihn anlocken und dran rumlaufen, um ihn rumlaufen. Aber das ist schon. Hier verbrauche ich, finde ich, immer noch viel zu viel Zeit bei diesen Schüssen. Ist denn ein Headshot? Oder gibt es da auch noch Unterschiede, ob man die von vorne, von hinten trifft? Oder
Es gibt ganz viel. Es gibt auch random Luck sozusagen. Mal ist der Schuss. Also vorhin hatte ich einen Schuss, da hat er einen normalen Schuss voll gesessen und der Kopf ist explodiert. Ja. Das hast du halt wirklich einem von 100 Schüssen so. Mhm. Ist natürlich toll, wenn es in einem guten Moment passiert. Ne? Dann kannst du dir schon auch viel Zeit retten. Es gibt ein, zwei Momente, wo wirklich viele Zombies kommen, wo man aber meistens nur verarscht wird, wenn man keine Granate dabei hat oder keine Blendgranate zum Beispiel. So. Okay, du bist also direkt von unten wieder zurückgelaufen. Das war einmal der Run. Zugelassen. Also die Regel ist ja quasi den Schlüssel holen. Und jetzt brauche ich das Drehrad. Und mit dem Drehrad gehe ich dann wieder zum Nebel, zu den Wasserrohren. Du holst dir jetzt auch schon mal die Karte für die Shotgun. Die müsste jetzt in der Richtung sein. Genau, das ist eigentlich mit das Wichtigste, weil die brauche ich auf jeden Fall natürlich. Ne? Die kann man nicht einfach skippen. Ist der Schlüssel dann weg hier, oder? Jetzt ist er, glaube ich, weg. Nee, später. Einen noch. Einen hat. Ach, okay, und hier laufe ich, egal wie oft ich es falsch mache, immer noch rechts lang. Dabei muss ich hier die Karte holen. Den Rest kann man aber liegen lassen, was ich sehr schätze. Ja, bei meinem Run-Versuch habe ich eben wirklich noch die Saves alle geöffnet, die Karten, also die Keys geholt und dann versucht noch möglichst schnell das Rätsel zu lösen mit den Pocket Saves. Also sind Sachen, wo ich dachte, okay, da gibt's Optimierungsmal, wahrscheinlich brauche ich nicht mal weniger als die Hälfte noch. Ich denke auch, du kannst es, deswegen sage ich, du musst das schon kombinieren, um die hier mitzunehmen, okay, ne? Ja. Bisschen ärgerlich, dass wenn man was mitnimmt und es nicht mitnehmen kann, dass er dann nicht direkt kombinieren oder sowas anbietet. Du brauchst gleich auch noch mal viel mehr Platz. Ne? Ja, das ist das alte Problem, ne? Du hast es eben schon bei mir gesehen. Du hast zwei Kräuter jetzt, wahrscheinlich entweder nehmen oder auch noch mal kombinieren. So. Machen wir gleich, weil ich an der Stelle bin. Das bedeutet, dass du eigentlich außer bei Bossfights mit der Pistole relativ weit kommst, weil du immer stunnen kannst und dann vorbei. Absolut korrekt. So, und jetzt hier durch. Jetzt nehme ich genau. Das ist jetzt leider wie den immer. Musst du beide benutzen, oder? Ja. Theoretisch brauchst du drei Plätze jetzt. Mein Fehler, den ich gemacht habe, ist den. Oh, warte, nein, lass mich erstmal hier. Ich glaube, hier ist hier nicht. Nee, scheiße, ich dachte, der wäre vielleicht der Safe. Ja, aber der ist ja woanders. Du bräuchtest zumindest gleich die Sicherung und den Valve. Ne? Das heißt, du musst die beiden wegmachen. Es ist zu kotzen. Nicht den Valve es mitnehmen? Ist zu kotzen. Nee, ich will jetzt erst die. Überlege, ob ich erst die Sicherung mitnehme. Ich habe Scheiße gebaut. Das ist aber nicht so schlimm. Man kann immer. Ich bin zu gierig, was die Pflanzen angeht. Ich habe Angst, dass ich verrecke. Und dann nehme ich schon mal was mit und merke dann, ich brauche es gar nicht. Und habe dann die Pflanze. Da ist ein Spray im Hauptbereich. Ja, also könnte ich hier auch eigentlich, genau. Lass mich gerade mal. Ist jetzt egal. Für den Speedrun-Training ist es jetzt nicht so wichtig. Lass mich mal gucken. Oh, nee. Dann lass mich jetzt mal beißen. Das ist wahrscheinlich einfacher. So, was ich aber eigentlich haben will, ist, will mich von noch einem beißen lassen, dass mal ein paar mehr unten am Boden liegen, dass ich irgendwie auch was davon habe. Oh Mann, jetzt sind viele. Das sind einige jetzt. Ja, jetzt ist das ist aber provoziert. Okay. Ja, ich will's ja auch ein bisschen. So, deswegen. Weil, nein, das ist die eine Sache, die nicht hätte passieren können, dürfen. Komm jetzt, gib mir dein, nein, gib mir das Messer. Ich brauche nämlich das Scheißmesser für den Endgegner. Ohne Messer geht das nicht. Nimm's, da ist es. Wow. Okay, das kann doch nicht euer Ernst sein. Hast du die Sicherung und den Werf? Moment, ist hier eine Granate? Nee, nur. Du hast keinen Platz mehr. Okay. Ich. Nee, ich hab alles, ich muss nur noch rauskommen. Das ist jetzt nicht optimal gewesen, aber so viel Zeit habe ich gar nicht verloren. Es hätte wirklich viel schlimmer sein können. Aber interessante Taktik, du lässt dich lieber zweimal beißen. Ja? Auf jeden Fall. Lieber beißen lassen, weil mehr Energie gibt's genug. Also ja, du siehst ja, ich habe ja eher ein Problem, dass ich die Energie nicht benutzen kann. Zu viel Health-Items mit dabei. Ich werde die Kiste jetzt auch benutzen, wenn nötig. Ne? Ja, so hier ist einer, ne? Ich nehme das jetzt auch mal mit, genau. Das war natürlich jetzt auch gut, dass er dieses Zombie mit dem Messer doch relativ schnell down war, ne? Mit zwei Schüssen. Moment, ich lasse das Messer mal verstauen. Ihr müsst mich daran erinnern, dass ich es vorher wiederholen muss. Ja, sonst lasse ich es liegen und dann bin ich tot. Ich schaffe den Endgegner nicht, wenn ich das Messer nicht habe. Ich erinnere mich dran. Okay. So, lass mich kurz überlegen. Was habe ich gerade mal den Spade Key geholt und jetzt habe ich das. Batterie auslösen, C4-Batterie. Mal kurz gucken. Ja, und ich muss aber erst. So, ich muss kurz für mich überlegen. Ja. Deswegen mache ich jetzt hier den Modus. Ich gehe erst zu der Schlüsselkarte, hole die Schrotflinte und dann gehe ich hoch zu dem Drehding. Du kannst die Pouch hier auch holen, die zweite Tasche. Ne? Die in dem. Safe ist. Danke für den Tipp. Das ist nämlich was, habe ich auch vorhin beim Testen vergessen. Wenn man gut ist, schafft man es auch, ihn zu stunnen und dann wieder rauszukommen. Aber ob ich das schaffe, war 9, oder? 9, 15, 7? Ja, ich glaube schon. Es gibt ein paar Sachen, die muss man einfach holen. Ich finde, diese Taschen
gehören dazu. Die ersten sind auch notwendig. Später kriegt man sie wirklich so mehr oder weniger auf dem Weg. Also, das ist die einzige, die man holen muss. Aber das ist jetzt kein großer Zeitaufwand, die mitzunehmen. Nee, überhaupt nicht. Eine der Taschen, die mich viel gekostet hat, aber die ist die, die du wohl auch liegen lässt, ist die, die hier drin ist, in der Asservatenkammer, wo die Shotgun ist, an der du vorbei bist. Die lasse ich zum Beispiel liegen. Die hole ich auf gar keinen Fall. Da bräuchte man eine Taste. Okay, hast dann, du? Mindestens. Okay, was denn? Du, nee, mach du. Nee, nur ich jetzt dachte, das C4 oder sowas. Eventuell, ob das jetzt schon dran ist oder noch nicht. Nee, shit, ich habe einen Fehler gemacht schon wieder. Ja. Ich will ja die Schlüsselkarte, ich will die Schrotflinte ja eigentlich holen. Das Gute ist, dass die Pistolenschüssel, also kannst du auch mal daneben ballern, weil du brauchst ja eh ne, nicht so viele. Mhm. Also ist es nicht schlimm, du brauchst dich nicht schlecht fühlen, wenn du irgendwie das verkackst. So. Das finde ich ganz angenehm, weil bisher, ich ärgere mich immer, wenn ich daneben schieße. Aber hier, bestenfalls, ne, schieße gar nicht. So. Oh, jetzt habe ich auch endlich alle, jetzt ist alles richtig, jetzt habe ich genug. Wann holst du denn den C4-Block? Da Moment, hast du noch das schaffe ich wahrscheinlich jetzt nicht. Ah, guck, ach, scheiße, ja, der drückt durch die Tür. Genau. Ja, komm mal rauf jetzt! Alter, das gibt's doch nicht. Da stehst du rum, ne? Da, hast du gesehen? Boah, das meinte ich, das schaffe ich nicht immer. Profis können das, ich kann das nicht, aber das war jetzt Glück, weil man muss dann irgendwie zurück und L3 drücken und, ach, shit. Wo kommen die denn her? Hast du die gesehen? Ich auch nicht. Nee, ich auch die war irgendwie da. Einfach da. So. Oh, shit. Ja, ist noch. Okay. So. Sieht ein bisschen chaotisch aus, aber es lief eigentlich bisher ganz gut, wenn ich ehrlich bin. Für mich. Cap. So, wir können natürlich auch, ich werde auch sterben und so, aber wir haben ja dann, wir haben ja die Continuous, ne? Die darf also man nicht vergessen. Die Continuous, der macht ja automatisch Quicksave an bestimmten Stellen, ne? Ja, wir können auch manuell speichern, ich weiß gar nicht, du ob man das sollte. Also, ich hab die und da werde ich es machen. Ich habe irgendwie 20 Mal gespeichert bei meinem Testrun und ich habe es kein einziges Mal gebraucht. Das war einfach nur, um mich selbst zu beruhigen. Zwischendurch. So geht's mir auch. Und durch den, genau. Wir sehen es so, ja, wir sehen es gerade nicht, weil unsere Kamera dann, unser Fenster darüber ist, aber wir sehen das Quicksave-Icon, wo der Spiel selber speichert zwischendurch an bestimmten Stellen. Ach, das war mir auch nicht klar, um ehrlich zu sein. Doch, es gibt faire Quicksaves. Mhm. Nur manchmal sind sie doch ein bisschen weiter hinten. Ja. Muss man eben immer gucken. Aber wenn man stirbt, hast du meistens vorher immer einen guten Quicksave gehabt auch. So, das nehme ich jetzt mal mit, nur um es gleich in die Kiste zu packen, nachdem wir ja jetzt ohne Kiste und so ist ja alles. Ach, geil, das ist super wichtig. Die brauche ich. Mit das Wichtigste eigentlich, was man haben kann. Die Flashbang. Flashbangs. Warte mal, ist hier noch irgendwas? Nee. Oh, hier drüben noch die Batterie. Batterie, die ist natürlich mega wichtig so. So, jetzt bin ich gut ausgerüstet, um einfach nur straight dem Licker in die Fresse zu laufen. Könnte klappen. Klappt. So. Okay. Weil der programmiert ist, dass der erstmal von der Seite und oben kommt und wenn du eben. Das funktioniert häufig, einfach auf die Monster zu. Das klappt so häufig. So, der Moment. Der Dings, der Fische mit dem Skorpion sind übers Wasser gefahren. Genau, ihr kennt ja diese Geschichte. Ne? Ich habe dir gesagt, du wusstest, dass ich ein Skorpion bin. Eine der besten Geschichten. So, es ist kein Fisch, aber es nein, schon wieder. Kombinier die Schüsse. Immer passiert mir das, weil ich nicht mitdenke. So, eine haben wir. Das ist aber natürlich bei weitem noch nicht alles. Oh, okay. Das Buch lassen wir übrigens unten liegen, Gregor. Ja, und wo gehst du jetzt hin? Jetzt, um ehrlich zu sein, ich gehe automatisch, ich gehe gerade, habe ich schon wieder, ganz kurz, lass mich mal überlegen, Moment, bevor ich jetzt was, habe ich schon wieder das C4 vergessen? Was haben wir denn C4? Ich habe schon wieder das C4 vergessen. Das gibt's doch nicht. Du hast ja noch, die Zange. Ja, Mann, das extra Ding unten noch. Das C4 wäre eventuell da, wo du die Shotgun geholt hast, da kannst du ja. Ich hätte nicht hochgehen dürfen, das ist, glaube ich, der, nee, die muss noch einen, ah ja, okay, lauf mal. Okay, so geht's, wusste ja keiner. Shit. Da muss ich nämlich, Nee, von der Haupthalle würde ich eher ausgehen, ne? Runter, ne? Weil von hier hinten kommst du sehr schwer hin. Du musst. Darf ich kurz mal, es ist natürlich nichts, was man machen sollte. Wenn ich hier runtergehe, komm, hier will ich hin, ne? Vom Empfang aus, ja. Du kommst nur vom Empfang dahin, leider. Ja, das ist recht scheiße. Den Fehler habe ich jetzt gemacht. Gut, da muss man mit leben. Das ist überhaupt nicht schlimm. Also da verliere ich jetzt ein, zwei Minuten, aber so wie ich spiele, leider nehme ich mir später vielleicht mit, weil Messer sind das Wichtigste hier. Wie gesagt, das Buch lassen wir liegen. Jetzt, das Gute ist, jetzt habe ich den Schlüssel. Der ist weg, ne? Genau. Ach, fuck. Es passiert mir eigentlich nicht. Heute ist es mir schon zum zweiten Mal passiert. Und das ist ständige. So. Du kannst auch schon die Medaille jetzt reinballern? Eigentlich würde ich es nicht machen, weil es halt cooler ist, wenn du alles auf einmal machst. Aber jetzt, ich werde es mal machen, weil ich nicht wieder in die Bredouille kommen will mit einem Item-Slot oder so. So.
Wichtig ist die Zeit, nicht weil es cooler ist. Ja, okay. Jetzt müssen wir hier echt einmal noch durch. Und ab jetzt sind hier natürlich Zombies, die auch nerven. Und der Licker, ich weiß nicht, ob der jetzt schon da ist oder bei der nächsten Session. Das weiß ich auch nicht. Die Man Zombies kommen auf jeden Fall durch die Fenster rein. Nee, der Licker ist noch nicht da. Der kommt nämlich hier auch erst, sobald der andere Licker oben getriggert wurde. Mhm. Wobei, den habe ich ja eigentlich den getriggert, hast du getriggert, ne? Ja. Aber ich glaube, ich habe einfach Glück gehabt. Einfach Glück gehabt. Oder es passiert, wenn man zum zweiten Mal in die Station reinkommt. Das kann auch sein. Dass dann erst der Licker hier ist. So, jetzt ist das, was eigentlich super einfach ist und kompliziert wurde, auch gelöst. Hier hinter ist jetzt nämlich das C4. Und das ist auch alles, was wir noch brauchen jetzt. So. Dann hast du eigentlich alle drei Medaillen schon, ne? Ja. Das kannst du gleich mal nehmen, oder? Du bist mit, ja, auf Warnung. Nee, nicht mehr, nicht mehr. Okay. Was ist das? Nehme ich mit? Super, habe ich letztes Mal vergessen. Jetzt kannst du durchs Polizeibüro wieder zurück in die Hauptstadt, okay, oder? Hier muss ich kurz überlegen. Ich will keine Zeit verlieren, aber ich, in meinem Gehirn ist der Weg. Ich bin jetzt da. Ich muss jetzt wieder hoch. Das heißt, ich muss auf. Kann ich jetzt nie klettern? Muss ich nicht? Ich habe ja aufgemacht. Ich weiß wo. Ja. Ja. Wo ist das? Nee. Da. Da geht's lang. Es gibt manchmal ein, zwei Zombies, die haben nur einen Arm. Mhm. Ich bin mir sicher, dass man an denen dann geschickt, extra geschickt vorbei. Ach, shit, schon wieder! Wieder an der gleichen Stelle. Am Training hatte die uns auch mal, ne? Ich verstehe nicht, dass ich die nicht. Wo ist die her? Oben ist noch einer. Bei den. Also, die ist mir sonst. Die fällt doch hier oben normalerweise runter und steht dann unten rum. Das irritiert mich so. Du hast deinen Weg angepasst, natürlich, gegenüber dem letzten Mal. Wer weiß, auf welchem Cycle die gerade sind oder wo. Ich hab ein Video gesehen, da gibt's ja die schöne Serie Boundary Break. Ich weiß nicht, ob die jemand kennt, wo. Nein, da ist so ein Typ, der lässt sich Kameras programmieren für Spiele, womit er außerhalb des Spielbereiches geht und sich Sachen angucken kann. Und das hat er auch für Resident Evil für die Neuauflage gemacht. Und zum Beispiel, wenn Mr. X unterwegs ist, der wird nicht einfach nur geladen, gerade wo du da bist, weil der läuft wirklich immer irgendwo im Haus herum, wo du gerade bist. Na, das heißt also, die Zombies, die sind wahrscheinlich auch irgendwo schon mal reingeladen und bewegen sich die ganze Zeit. Da ist der Penner, ey. Lieber eine mitnehmen. Und jetzt bloß nicht L1 drücken dann, ne? Ja, das ist immer der, man will die Waffen, ja, ja. Sie sind dann eben weg, ne? Und du brauchst sie dringend. Und Messer und Blend ist wirklich mit das Wichtigste. Oh, so, hätten wir das also jetzt erledigt, habe ich noch irgendwo? Nee, natürlich nicht. Ein Messer hast du noch, was du nehmen kannst gleich. Oder? So. Kurz noch mal der Moment, wo ich überlegen muss. Eben wollte ich hoch, da meinst du falsch, jetzt muss ich aber hoch. Dieses blöde Dynamit, weil oben ist direkt die Stelle, wo ich mein drittes Medaillon kriege. Mhm. Das zweite Medaillon, was ich jetzt nicht habe, ist ja hier dieses Holz, wo man durchstürzt, lasse ich übrigens, damit ich später eine schnellere Abkürzung habe. Es ergibt später eine Abkürzung dann, indem ich einfach da lang gehe. Ah, also du stürzt dann runter, statt die Treppe nehmen zu müssen. Du sparst da auch eine Minute oder so. Vor allem, wenn Mr. X hinter dir her ist. Jetzt kommt das ein Trick. Bücherregal fällt Achtung, runter, oder? Geiler Trick. Nee, ich scheiße auf dein Bücherregal, Alter. Ich gehe nämlich hier rein, resette den Raum. Und dann passiert das nicht mehr. Wirklich? Nee. Das Bücherregal fällt nicht mehr um? Exakt. So, die Frau. Das ist mein Haupt. Punkt noch. Ich kann mir die Muster nicht merken. Aber ich will jetzt auch nicht nachgucken, weil ich muss es ja irgendwie. Lass mich kurz mal versuchen. Was war das? Was war hier mein. Da war irgendwas. Es war, glaube ich, auch eine Frau, ist auch das erste Bild. Die Frau schießt mit dem Bogen auf die Stange. Da war die Frau. Bogen und Wurm oder Schlange, ist schwer zu sagen. So ein bisschen wie wenn Eva es richtig gemacht hätte. Statt den Apfel, die Schlange einfach mit dem Bogen erschießen. Jetzt ist der ekelhafte Part, ja, Licker. Aber wie so oft mutig sein, einfach drauf scheißen und plötzlich bist du. Oh. Ne? Und jetzt, Moment. Ach, jetzt fehlt nur noch der Löwe und der ist in der Haupthalle, ne? Achso, ja, genau, der Löwe ist in der Haupthalle und dann haben wir schon quasi den Medaillon-Part hinter uns. 17 Minuten ist keine wirklich bemerkenswerte Zeit, aber 15, sage ich mal, wäre ich happy. Aber so ist okay. Also es gibt viel Schlechteres. So, nein, ich will das nicht. So, habe ich irgendwo Energie? Das macht mich so wahnsinnig, weil natürlich verliere ich unglaublich viel Zeit jetzt durch. Du müsstest eventuell gleich was kurz vorm Boss finden. Ah, lass mich hier oben noch mal gucken. Ah ja, das muss ich eh noch holen. Löwe im Schlange des Adlers oder so. Nee, irgendwer der Löwe im irgendwas Adler. Nest, der Löwe sitzt im Nest des Adlers. Okay. Das muss ich mir alles merken, ey. Super Eselsbrücken. Ey, mach das, weil so Eselsbrücken, die brauchst du wirklich. Das geht sonst nicht. So,
Also du eventuell ein bisschen Health, weil gleich ist ja Boss, wobei da unten. Habe ich aber unten gleich, wobei, in der Kiste. Genau, genau, in der Kiste wären oder auch Kräuter noch beim Boss vorhanden sind. Ein Messer hast du da, ein Messer noch in der Kiste. Das Messer ist anscheinend wichtig für den Boss, ne? Für den Boss super wichtig, ja, weil du wirst es gleich sehen, ich krieg's vielleicht auch nicht hin, aber du kannst den Boss komplett mit dem Messer killen, bevor er überhaupt irgendwas Relevantes macht. Und das ist halt natürlich, du verlierst sonst zu viel Munition, du verlierst Energie, Munition, Zeit, alles. Es ist furchtbar. Es macht überhaupt keinen Bock, wenn du da verlierst. Deswegen, ich nehme das alles mal mit jetzt, auch wenn ich vielleicht ein bisschen zu viel dann habe. Macht dir nichts. Ich speichere auch mal ab, weil ich speichern einfach rüber. Dann kann ich zur Not laden und verliere keine Zeit. Und dann sieht mein Speedrun am Ende besser aus. Ja, sein Ingame-Zeit zählt. Ach stimmt, dann ist das Sterben ja eigentlich, das neue Laden ist ja eigentlich gar kein Problem, ne? Nee, er frisst, ich glaube, er frisst die, er, ich glaube, er schiebt die Zeit dann dazu. Wenn du also Continue machst, dann zählt die Zeit. Okay, sonst wär's ja auch. Und wenn du neu lädst oder ausmachst und so, er merkt das. Er checkt, also du kannst nur dreimal speichern. Wenn du versuchst zu bescheißen, dann merken die das. Und dann kriegst du den Score nicht. Das ist halt leider. Hier unten ist eine Granate. Die Granate soll man mitnehmen, Die nehme ich jetzt mal mit. Aber eigentlich habe ich fast Angst, dass ich dann später wieder ein Problem habe mit zu viel Items. Aber du kommst ja eh noch mal an der Kiste vorbei, wenn du den Boss durch hast. Ja, weil hier komme ich nie wieder hin sonst. Ich meine, gelesen zu haben, dass Speichern und Neuladen, wenn du Speedruns einreichen willst, bei Speedrun Archives oder anderen Seiten, dass es nicht gilt. Also die haben natürlich ihre Regularien gemacht, wo sie genau Bescheid wissen, wie so ein Speedrun gilt oder nicht. Ja. Weil theoretisch kannst du auch mit der Ingame-Time viel bescheißen, wenn du dir zwischendurch Zeit lässt und immer auflädst, deine Batterien und kurz nachdenkst. Ja, ja, das stimmt schon. So. Ey, mich ärgert's. Ich hätte schon locker eine Minute mehr, wenn ich jetzt weniger, wenn ich einfach nur normal laufen könnte. Aber es hilft nichts. Man muss da durch. Jetzt kommt eine Cutscene, jetzt kommt natürlich Birkin in seiner ersten Phase. Und jetzt kommt der Part, den ich eben meinte, ne? Du machst hier diesen da. Und zwar einfach wie ein Blöder. Wie ein Besessener die ganze Zeit, völlig ungeachtet der Tatsache, dass der Typ ein Riesenrohr hat und vor dir steht. Gut, das passiert den Speedrunnern nicht. Wenn in dem Moment, in dem er sich so dreht, da, dann weißt du, dass du schon mal was richtig gemacht hast. Und jetzt kannst du auch noch sein Auge treffen. Aber wie gesagt, die Speedrunner kriegen es so viel besser hin als ich, wie ich mir angucke. Das war doch jetzt auch gut. Aber es läuft. Also normalerweise wäre der jetzt schon tot. Und das darf eigentlich nicht passieren. Soll ich jetzt? Nee, ich weiß nicht, ob du stirbst. Okay, ist auf Gefahr. Ist zumindest da hat er noch schön guten alten Gedächtniskick. Ich will das jetzt mit dem Messer mal probieren. Das geht natürlich auch mit anderen. Erwischt. Hier, da ist das Auge. Und, Der Messer ist abgebrochen, du hast ja noch eins. Ist schon ausgerüstet. Neu, mit einem frischen Messer sticht es mich besser. Okay, da siehst du, es geht. Wow. Okay. Hättest du auch nicht gedacht. Krass, unfassbar mächtig ist überhaupt das Messer. Nicht. Lass uns echt nicht darüber reden. So, jetzt mache ich was ich sonst nicht machen würde, aber es ist ein Test. Ich nehme mal die ganzen Sachen mit. Nicht zwingend die Muni, aber hier sind Granaten, hier ist Energie, Sachen, die mir später immer fehlen. Und warum soll ich die hier jetzt nicht mitnehmen für die eine Minute, die ich jetzt... Ja, absolut. Also, gar. Es ist jetzt kein, es wird kein 54-Minuten-Speedrun. Aber ich halte es für die bessere Methode im Moment. Es ist ja auch erstmal das Regen. Das sind so Sachen, wo man nach und nach sowas rausnehmen kann, um Minuten aus dem Run rauszunehmen. Es ist einfach nichts Frustrierenderes, als wenn du merkst, oh Mann, ich habe genau ein Health-Item zu wenig, um den Endgegner auf meine Art zu besiegen. Und dann wird daraus halt so ein, okay, dann dauert es halt zehnmal so lang, dann hast du irgendwie nichts gewonnen irgendwie. So, ich bin schon sehr langsam jetzt, aber das läuft. Ich bin eigentlich ganz zufrieden, dass der so schnell geht. Dafür, dass du jetzt in knapp 20 Minuten den ersten Boss gelegt hast. Ja, das war, also glaube ich, dann zweite Folge bei uns. Deutlich länger gebraucht beim Spielen. Wir sind ja hier auch bei Speedrun-Dale und nicht bei Longplay. Longplay-Dale. Longplay-Game. Longplay-Dale. Ich habe aber auch das Gefühl, dass ich heute noch richtig irgendwo hängen werde. Weil ich habe jetzt zum Beispiel keine wirkliche Erinnerung mehr, was noch passiert. Ich weiß natürlich, wenn ich da hinkomme, weiß ich wahrscheinlich, was ich machen muss. Im Moment weiß ich nur hier rüber. Das kann man leider auch nicht abschließen. Aber du bist ja sehr, sehr hilfreich, Gregor. Du kannst mir es sind so, also viele Sachen habe ich intus im Kopf und es hat nochmal geholfen, dass ich es jetzt nochmal durchgespielt habe, eben frisch. Danke für das C4 eben, das hat mich so geärgert. Und dass ich sogar an dem Licker nochmal vorbei, weil das passiert nämlich normalerweise nicht, ne, dass der Licker noch eine Chance kriegt. Ja. Ich will natürlich auch nicht ins Pathfinding reinreden, weil du hast hier die Karten und so weiter gemacht, aber es ist, wenn mir so irgendwas auffällt, entweder hast du es bewusst gemacht, dass du später zum Beispiel zum Tresor hingehst und das holst, weil du dann schon in die Richtung rennst, anstatt dahin. Ja? Ist ja auch, es gibt durchaus Taktiken, die ergeben total Sinn. Bei mir ist es eher Chaos. Aber bisher läuft alles gut. Diese eine Nummer war bisher das Einzige, wo ich ein bisschen gestruggelt hab. So. Hey,
I'm not done talking to you. Na, jetzt kommt der Part, der mit einem schlimmen Finale endet, nämlich der Ben, Ben Bertolucci, ich weiß nicht, wie er heißt, Ben irgendwas. Ben Hirnweggelucci. Ben Hirnweggelucci, genau, das ist auf jeden Fall. Und hier, wenn du nämlich später das Rätsel hier gleich gelöst hast, wir holen den Crank, dann werden die Zellen aufgemacht und dann kommen die Zombies. Und weil es gerade so schön ist, Mr. X auch noch dazu. Das ist eine Stelle, da werde ich. Ich habe die noch nie so geschafft, wie sie gedacht ist. Ich weiß aber, wie sie gedacht ist. Und ich schaff's aber nicht. Weil wenn du jetzt, da ist hier so ein Dicker. Hier rechts kommt ein Dicker raus. Dem muss ich in den Kopf schießen und dann von hier aus eine Flash werfen. Und dann treffe ich alle, inklusive Mr. X. Das passiert selten. Und wenn du es nicht hinkriegst, dann hast du halt einfach 10 Zombies am Hals und bist eigentlich tot. Weil du kommst da nicht mehr raus. Also, klar, mit Schrotflinte und so, aber nicht Aber nicht so von Haus aus. Nicht so. Jetzt ja, hätte ich jetzt eigentlich ein bisschen besser laufen können, aber ist ja nicht so schlimm. Okay, ich muss mich mal jetzt ein bisschen kurz konzentrieren, weil ich gerade nicht weiß, jetzt geht's durch die Hundezwinger. Da werde ich übrigens alle Hunde erschießen. Auch das spart man sich bestenfalls lieber. Aber es ist natürlich dann schon später ein Ticken einfacher. Ach, die kann man schon in den Zwingern killen. Ja, es gibt aber trotzdem noch genug Hunde. Also zwei reichen. Wie, zwei? Zwei Schüsse. Normalerweise zwei, okay. Ja, über den haben wir jetzt vier glaube, nicht gereicht, okay. Meine Erfahrung ist, dass ich viermal schießen muss, weil die im Zwinger aus irgendeinem Grund mehr Schutz haben, sozusagen. Ne? Okay. Ich glaube, ich habe das jetzt. Ich weiß nicht, ob es ein Fehler war, das mitzunehmen. Ich glaube, es war. Eine Granate kannst du immer werfen. Nee, es war. Oder Pulver wegschmeißen. Es war Pulver, aber es ist Pulver, was ich brauche. Das ist weißes Pulver für die Shotgun, glaube ich. Genau, ich will nämlich Schrotflintenmunition. Also Pistolenmunition nehme ich gar nicht mehr mit. Aber in Kombination mit der kriegst du halt eine Schrotflintenmunition. Achso, jetzt kommt Magnum brauchen wir zum Beispiel auch nicht. Ja, okay, das stimmt. Also Magnum dauert zu lange. Du benutzt Schrotflinte und nachher den Flammenwerfer, oder? Schrotflinte, Flammenwerfer, Pistole für die Augen noch und Granaten und vor allen Dingen Blendgranaten so. Ach shit. Ja, okay. Jetzt bin ich schon ein bisschen an der Grenze, glaube ich. Mal gucken, was noch kommt. Du kannst irgendwas wegwerfen gleich. Not. Er sagt ja auch schon öffnen. Ja, ja, hab ich. Kannst du die Granaten kombinieren? Kannst du. Ja, kann ich. Ach, das geht nicht, okay. Warum hat das nicht automatisch? Kannst du die Pistolenschüsse kombinieren? Guck mal. Ja, das ist seltsam, dass das nicht automatisch macht, ne? Ich meine, das kann man durch erwarten. Das kannst du echt auch alleine. So, hier, naja, ich weiß es nicht, aber man kann sich's, glaube ich, merken. Ist es das? Ja! Es gibt es zwei, dreimal immer unterschiedliche Kombos. Selbst durch blödes Rumprobieren. Übrigens, du wirst noch lachen, ne? Bei dem 5-Gallonen, 3-Gallonen-Rätselspiel. Wie einfach das ist, wenn ich dir das gleich zeige. Okay. Am Anfang, in dem Labor, wo man die Flüssigkeiten dann Es ist so einfach, ihr lacht euch kaputt, wenn ich euch das zeige. Ihr lacht. Ich habe da teilweise 10 Minuten gesessen und bin wahnsinnig geworden, weil ich dachte, wie dumm kann ich sein? Aber wenn du es ist wirklich einfach. Es ist so fucking einfach. Ich habe viel zu viel nachgedacht. Ich glaube, das wäre viel schneller gewesen, wenn ich einfach rumprobiert hätte. Irgendwie. Ja. Okay, Moment, jetzt muss ich kurz überlegen. Was habe ich denn jetzt gerade geholt, damit hier ich weiß, was ist ich. Die Leichenhalle mit dem Schlüssel. Brauchst du den? Ich glaube, ich brauche den nicht. Ich brauche den nicht. Was ich nämlich brauche, ist nur. Nee, ich brauche den wirklich nicht. Der Schlüssel ist Bonus und der ist nur für Items. Den Kreuzschlüssel brauche ich, den kriege ich aber woanders. In dem Auto ist ein Upgrade für die Shotgun. Das passiert selten. Das passiert nicht immer. Jetzt ist es halt schwierig, ne? Ich hoffe, wenn du einmal aus dem Takt bist, dann kriegen die einen schneller. Ich muss hier vorne und dann rechts und bestenfalls eben immer so schräg. Ja, die manchmal kriegen sie einen nicht. Das stimmt. Sieht ja, hier gut noch aus. Ja. Da ist ja noch Kräuter und hier ist gleich nochmal die Kiste oben. Ne? Da werde ich jetzt auch gleich ran. Also, es ist schon einfacher mit Kiste, aber man braucht sie eigentlich nicht, weil ihr seht ja, man hat eigentlich jetzt schon, habe ich genug Slots, um das Spiel durchzuspielen, ohne jemals an eine Kiste zu müssen. Man muss nur eben wissen, was nehme ich mit, was nicht. Sonst hat man das Problem, das Buch zum Beispiel habe ich einmal mitgenommen aus der Bibliothek und dann hat das mich die ganze Zeit genervt, weil man es eben erst beim zweiten Run sozusagen oder für eine Sache, die gar nicht so wichtig ist, braucht. Ne? Das Buch aus, du weißt, was ich meine. Ja, Kiste so. Ist hinter die. So, hier ist noch ein Ding, was ich brauche. Das brauche ich gleich, das behalte ich auch. Dann kriegst du doppelt Magnum, glaube ich, wenn du zwei helle Will ich aber nicht, leider, ja. Kann ich nicht gebrauchen. Dann pack sie erstmal rein. Das kannst du. Genau, brauche ich alles, aber das hier. Kannst das Elektronikteil kannst du erstmal reintun, ne? Oh Gott, ich hoffe, ich mache jetzt hier nicht was falsch. Manchmal legt man was weg, was man dann für irgendeinen Trick braucht. Blendgranaten nicht verhalten, lieber. Na komm, ich nehme. Nein, ich brauche. Na, okay, doch. Das oder nimm die Handgranate. Nee, weil du hast recht, ich brauche später eine. Ich brauche später wirklich eine. Dann kann ich auch gleich zwei nehmen.
Blendgranaten sind meiner Ansicht nach besser als Linksgranaten. Ja, man kann sich ja. Und jetzt ist was interessant. Hier brauche ich Schrotflinte, weil, und das glaubt man so nicht, die nerven einen tierisch. Bestenfalls wirklich so lange auf dem Kopf, bis die weg sind. Die gehen einem so auf die Eier, das glaubst du nicht. Auch der. Weil hier ist jetzt gleich, du erinnerst dich ja, hier ist jetzt, ja. Machst du jetzt das Tor auf, genau, erst noch Versicherung, den, wollte ich schon sagen. Die Versicherung reintun. Und dann liegt noch der Typ, den wir am Anfang versucht haben zu retten, und der hält ganz schön viel aus. Und später musst du hier durchrennen, Mr. X im Schlepptau, und dann beißt er dich einmal und fertig. So, ups, nee, hier lang. Kurz überlegen. Es ist schon so automatisiert, dass ich gerade echt überlege, wo muss ich überhaupt hin? Was? Der Wagenheber, der unten. Das Ding, den Crank. Ja, ich bin richtig. Ich wollte dich nicht, also ich schätze deinen Input. Ich weiß, wo ich lang muss. Der Crank-Raum ist nämlich da oben. Genau, der Crank ist hier einmal, zweimal. Ich glaube, da ist der Crank auch durch, ja. Dann kannst du den wegwerfen, genau. Dennoch, ja, du brauchst noch das zweite Elektronikteil. Das ist dieser ganze Kokolores mit dem Wagenheber oder diese Wegfahrsperre bei den Regalen. Ja, das ist natürlich das eine Item, was ich eigentlich brauche, den Wagenheber. Unten, wo der Kreuzschlüssel ist. Der Kreuzschlüssel ist woanders, aber du hast schon grob recht, wofür den Kreuzschlüssel brauchst, meine ich. Ja, du hast recht. Kreuzschlüssel benutzen unten bei dem Licker, bei dem neuen Licker, in dem einen Raum, wo wir so ungern hingehen. Und das ist auch immer ein Problem hier. Hier rechts ist. Nehme ich mal mit. Ah, du kannst das Crank wegschmeißen. Okay, das ist schon mal sehr gut. Kriege ich noch. Und jetzt nehme ich noch was Blaues mit unter das Zahnrad. Und es gibt eine. Nimmst es gibt eine Situation, wenn man da, wenn man besser spielt als ich jetzt, dann hat man hier vielleicht einfach weniger, also mehr Zeug noch dabei. Und dann kannst du das Zahnrad nicht nehmen. Und das ist super nervig, weil jetzt kommt ein längerer Part und du kannst nicht zurück. Und du kannst auch nicht hier unten speichern oder so, weil das ja sein. Ach, jetzt war ich gerade in Punk und wollte so den Rahmen, weil da ist dieses Vieh nämlich im Punk-Modus. Du warst im Punk-Modus, ja. Und naja, auf jeden Fall, du kannst nicht mehr zurück, ne? Der Speicherplatz ist bei ihm auch unten, nicht oben. Das heißt, du musst vorher dieses Zahnrad bestenfalls mitnehmen, weil sonst musst du später einen Umweg laufen. Das ist so die Erklärung. Aber hab mal zwei Plätze frei, ne? Also, das ist nicht einfach. Ach, warte mal, hätte ich das. Ich glaube, ich hätte es abbrechen können. Ja, das ist abbrechen können, aber jetzt. Na, scheißegal. Du wolltest deinen Punkt verdeutlichen. Es gehen, manche von diesen kurzen gehen eben auch nicht. Das sind nicht immer die. Geht nicht immer. Ach, eigentlich könnte ich die mit einer Blendgranate jetzt blenden und dann alles holen und wieder reingehen, also wieder rausgehen. Aber ich will diese beiden Kräuter und ich, um ehrlich zu sein, schieße ich den beiden lieber ins Gesicht. Es ist jetzt wirklich auch nicht schlechter, oder? Also eine Blendgranate dafür, aber die coolen Leute machen das dann. Man muss auch wieder zurück einmal. Also ja, jetzt. Ich muss nur leider, ups, das kann ich hier mitnehmen, weil dafür gibt's dann gleich. Ja, kannst du Shotgun kombinieren. Genau, der Schlüssel ist hier an dem am Whiteboard. Hab ich alles? So, ich muss kurz das noch. Okay. Haben wir gespeichert vorhin? Ja, dann machen wir das jetzt auch. Komm, einfach nur für mich. Komm, who cares? Weil jetzt kommt Mr. X, da will ich was probieren. Das habe ich noch nie geschafft. Du kannst an Mr. X gleich am Anfang mega gut vorbeikommen. Aber das ist so eine frickelige Sache, dass ich, um ehrlich zu sein, lieber abspeichern würde. Also ich werde jetzt nicht neu laden, nur weil er mich trifft, aber es kann ja sein, dass er mich dann sein, zweimal trifft und dann, und dann drückt er dir den Kopf kaputt und dann war's das halt, ne? So, das nehme ich auch mit. Was ich ja verschwende an so Krimskrams, ne? Egal. Ja. Jetzt kommt's. So, und ich muss mich am Boden orientieren. Ach nein, du, scheiße! Du hast den Hebel noch gar nicht gedrückt. Den Hebel nicht gedrückt. Der Hebel! Das passiert mir auch immer wieder. Der fucking Hebel, ey. Das kannst du wahrscheinlich nicht abbrechen, ne? Nee. Ja, aber weißt du, was du später abbrechen kannst? Was? Wie heißt das? Fiolen-Roulette, wie ich es nenne. Ja, das geht? Das ja, ja, genau, wo diese Roboter. Genau. So. Oh. Ey, du darfst nicht zurück. Du musst einfach straight geradeaus und dann kannst du so rechts an ihm vorbeilaufen. So geht's aber auch. Der hat mich wahnsinnig gemacht. Ja, natürlich, wen nicht? Also, das ist. Okay, kurz überlegen. Muss kurz mal. Weiß gerade nicht, was ich dabei habe. Zahnrad, okay. Zahnrad und Schlüssel. Ich bin oben, also muss ich. Ich muss ja hier weiter. Eingangshalle und dann mit dem Kreuzschlüssel den Wagenheber holen? Oder ist da noch was anderes vorher?
Eingangshalle. Und ja, und die Frage ist, welcher Weg ist jetzt der bessere nach unten? Ich würde durch die, du kommst ja gleich durch, bist im ersten Stock von der Eingangshalle. Ja, komm, machen wir hier. Runter. Weil ich glaube, im Spielplan laufen sie unten lang. Ich bin mir nicht sicher, aber aus irgendeinem Grund laufen sie, glaube ich, unten lang. Okay. Ah, nee, das ist auch Hank. Hier die Tür, wo dann drei Zombies rauskommen. Ja. Du warst von der anderen Seite. Man hat so, du warst der Zombie, der rauskommt. Man hat so verschiedene Parallelwelten in sich, wo verschiedene Dinge passieren. Aber das sind alles die Modi. So. Hattet ihr denn schön Spaß mit dem neuen Mercenary-Modus? Ich hab's, ich wollte einfach mal testen, ausprobieren. Ich dachte, okay, schwerer als Hank kann es ja nicht sein. Es ist fucking schwerer als Hank. Ja klar, viel schwerer. Wirklich. Ich habe es bislang noch gar nicht gespielt. Ich finde diese Ideen interessant mit den Rücksäcken, wo du Items finden kannst und diese Automaten, wo du zum Beispiel ein Item auslöst. Das lief sehr gut. Der Licker hat mich nicht erwischt und vor allen Dingen der Zombie auch nicht. Das ist passiert gar nicht so häufig. Hoffentlich. Ja, hier ist der. Haut das hin? Der Wagenheber, glaube ich, ne? Da ist er. Natürlich, der Wagenheber. Der ist super wichtig. Eigentlich das letzte wichtige Item, was man jetzt ja eigentlich noch braucht. Jetzt könnte ich hier, viele Leute benutzen hier auch eine Blendgranate. Oder schießen, machen die Tür auf und schießen dann so. Man spart natürlich Zeit, muss man natürlich schon sagen. Ich hätte gedacht, dass es hier Mistakes ist, aber. Der kommt auch. Der kommt hier. Aber ich bin nur sehr schnell. Immer, wenn ich in diesen Raum reingehe, war er schon da. Da ist er. Nee, der lässt mich nicht durch, das war klar. Aber er hat mich gut hier in der Position, er hat mich genau in die richtige. Das ist immer so ein bisschen, das ist R&B. Oder RNG? RG. RNG. Warte, jetzt muss ich kurz überlegen. Was habe ich denn jetzt? Ich habe das Zahnrad, ich will hoch. Bibliothek, ich muss jetzt in die Bibliothek, genau, mit dem Typen im Schlepptau. Na, das ist natürlich geil. Habe ich Medi dabei? Nee, die hast du alle abgelegt, aber du hast ja eine Kiste da. Das kann ich schnell machen, ja. Die drei Schuss kannst du wegpacken oder kombinieren. Okay, das machen wir gleich. Ich dachte. So. Pack's in die Kiste einfach. Ich mach das jetzt, weil ich will den ganzen haben, ne? Mit rotem auch. Und das ging jetzt gerade nicht anders. Ja, mit sowas verliert man natürlich Zeit, aber komm. Ich halte es für machbar noch. Ich warte noch. Weil vielleicht kriege ich jetzt gleich, oben in der Bibliothek sind überall Zombies. Bei sowas nehme ich dann auch lieber die Schrotflinte, um ehrlich zu sein, um sicher zu gehen, weil mit ihm im Schlepptau, das ist einfach keine Freude. Ah, eigentlich, ich muss jetzt nehmen. Auch wieder diesen komischen Kreisverkehr gleich machen. Eigentlich hätte ich hätte was ganz anders machen müssen. Ich hätte von oben kommen müssen. Ach, tausend Sachen hätte ich anders machen müssen, aber egal. So, was glaubst du, wie nah ist er hinter mir? Nah. Einmal kannst du schieben, würde ich sagen. Okay, weglaufen. Ja. Oh, das kann schon gewesen sein. Okay, jetzt werde ich ganz in Ruhe. Nicht so wie du bei deinem Speedrun. Werde ich ganz in Ruhe mir die Zeit nehmen, um das hier perfekt zu machen. Nee. Einmal noch. Komm, jetzt mach! Das ist eine halbe. Und jetzt rennen! Warum braucht ihr denn so lang? Du hast die Abwehr noch. Das ist gut. Und einmal noch? Oder? Wo geht er denn hin? Kannst du dich bitte beeilen? Wir sind hier. Wir haben hier echt einiges vor. Das ist nicht das erste Mal und letzte Mal, dass ich mit dir irgendwas hier mache heute. Okay, jetzt die Frage, von wo kommt er? Ich schaff's. Ja. Da kommt er nämlich nicht hoch. Ich glaube, die Leiter hat eh Invincibility Frames, so wie ich das mal gesehen habe. Also, ich glaube ja. Ich glaube auch. Ah, sehr gut. Also, brauchst du nur zweimal schieben. Das war jetzt tatsächlich aufreibend. Okay, du hast das Rad. Das Zahnrad hast du hier schon. Das heißt, du hast gleich das zweite Elektroteil. Ja. Und du kannst raus. Boah, super gut. Ja, die kann man auch nicht abbrechen? Nee, leider nicht. Warum kann man manche kurzen und manche kurzen kann man ab. Muss mir mal einer erklären. Vielleicht laden die irgendwas in der Zeit, oder? Ja, das kann das kann sein. Ja. Kann theoretisch wirklich sein, ja. Also, hast du es wieder rausgenommen? Bitte sag mir, ich hab's. Ja.
Ah, okay, nee, es geht ja von so. Man kann hier jetzt auch noch hinten rumlaufen, da wäre auch noch was gewesen. Ein großes Pulver ist da. Wollen wir es holen? Wenn du es brauchst. Also du kannst ja das mit dem Weißen kombinieren, das sind ganz viele Shotgun-Schuss. Ja, nee, im Ernst, komm. Wir haben ja jetzt schon so viel Umwege gemacht, das macht den Kohl auch nicht fett. Ist es oben oder unten? Ah, unten voll ist die dumm, Tür. Extra blöd, extra blöd. Unten ist eine Tür. Ja, aber das sind alles Sachen. Wie gesagt, einmal beim Endgegner Glück haben oder nicht und schon ist der Run gut oder nicht gut. Das ist so ein bisschen auch nicht wirklich wie bei Kaizo, aber gegen Ende. Am Ende wird abgerechnet, ne? Ja, ja, das glaube ich. Ach shit, okay, es ist wirklich weit weg. Das hätte ich mir echt lieber gespart. Aber jetzt nehmen wir es mit. Ah, es ist auch nur so eins, ne? Das ist ein großes, dickes. Ne? Und das macht doch auch Schrot, ne? Mit dem leider nicht. Mit dem Weißen macht es Schrot. Mit dem Weißen zusammen. Ja. Dann macht es, genau, aber eben nicht. Im Moment habe ich ja leider nur. Ist da lang. Im Moment habe ich nur Pistolenmunition. Da, das. Muss ich mitnehmen? Nee, nee, musst du hier muss nicht ich da reinpacken. Ja, den kleinen reinpacken, ja. Gut, danke. Okay. So, wer hätte ich jetzt die Sachen nicht gehabt, ne? Dann hätte ich jetzt noch mal rauslaufen müssen. Ich sehe nichts. Ja, da. Ja, hätte ich noch mal rauslaufen müssen, einmal um die Balustrade rum und dann in den Raum und dann das Zahnrad holen. Und Mr. X ist quasi dann währenddessen auf deiner Fährte. Und die zwei Zombies stehen ja auch noch da. Also, es ist nicht geil. So, jetzt habe ich mehrere Möglichkeiten, wegzugehen. Och, ich dachte die ganze Zeit, weil er so geeiert hat, wenn ich kann nicht an ihm vorbei, aber es wäre eigentlich perfekt gewesen. Ja, nein, das ist einfach unfair. Das ist wirklich mega. Mal gucken, unfair. Ob ich dran vorbeikomme, weil eigentlich müsste ich jetzt. Na naja, gut, aber das könnte aber auch das, ihn. Das könnte auch das ihn treffen. Das sollte auch Mr. X treffen. Wow. Okay, super gut. Das war okay. Du hast ihm den Hut weggeballert. Ich hätte auch rechts lang laufen können, aber der Weg hier ist kürzer wegen dieser Geschichte hier. Ah. Ja, fein. Ja. Das ist ja wirklich cool. Oder? Das, endlich kann man den mal sinnvoll nutzen, dieses blöde Loch. Denk dran, aus der Kiste noch das zweite Elektroteil zu holen, wenn du hast einen guten Punkt, ja. Aber, warte mal, bin ich jetzt. Ja, du kannst jetzt hier gelaufen, unten, oder? Du kannst unten durch, nein, du bist ja wieder in der. Nicht mehr lang. Da ist nämlich der Endgegner, ja, aber du, und da ist zu. Genau, aber du musst jetzt hier ja links, da durch die. Ganz nach außen in den Ostbereich, da wo du am Anfang gewesen bist. Da gehst du ja die Treppe runter, wo du wieder ins Untergeschoss kommst. Ich weiß wo. Ja, du hast recht. Ich weiß wo. Das, und ich weiß auch genau, warum ich das immer vergesse an der Stelle. Weil das ein. Ich muss dahin, wo der Typ ist, der zerteilt wurde. Ja, exakt. Und du denkst halt immer, ah, da muss ich da und da lang und dann läufst du da lang und dann ist das gar nicht da. Dann geht es da gar nicht lang. Das passiert mir ganz häufig. So. Okay, die behalte ich, ne? Ja, und das verpackte Elektroteil holen. Und das verpackte Elektroteil, danke, Mann, das ist richtig. So, ich habe drei von denen, das muss reichen. Denn gleich passieren wirklich viele Dinge, die ich mir lieber sparen würde, wenn ich ehrlich bin. Immerhin bin ich bei voller Energie und kann jetzt auch mal ein bisschen schneller rennen. Hier links wäre auch noch ein Health-Spray gewesen. Ein Spray auf die Toilette, immer in der Mitte der Toilette, in allen Variationen ist da immer ein Spray. Der lebt doch. Was ist denn das für ein. Was ist denn das für ein Typ? Was der alles überlebt. Und deshalb hast du dich hier auch vorhin getötet, ne? Die hätten dich ja so genervt. Ja, also siehst ja, ne? Wir haben drei gekillt oder vier und es sind immer noch, kommen noch welche dazu. Denk nach, dass hier gleich ein Hund läuft noch. Ja, aber den Hunden, ich laufe lieber an den Hunden einfach vorbei. Ja, aber da muss man natürlich wissen, dass man den. Kurz überlegen, kann. Was habe ich. Moment, sag's nicht. Ich habe die beiden. Ich muss zum Knast, okay. Ich bin ja auch schon fast da. Aber hier sieht auch alles ein bisschen gleich aus. Jetzt muss ich hier links, glaube ich, und dann wieder durch diese Hundetür. Nee, nein. Du hast recht, hier durch, ne? Danke, Gregor. Hat er schon mit dem Finger geschickt angezeigt. Zack. Wobei sind noch Hunde? Eigentlich sind die Hunde, aber wenn man einfach nur schnell ist, dann kommen die nicht von Raum zu Raum hinterher. Und das ist halt machbar, ne? Also auch nicht getroffen zu werden. Und klar, wenn sie einen Eimer haben, aber man kann es fast selten vermeiden. Behaupte ich jetzt mal. Okay, hier ist also jetzt die Chose, von der ich vorhin erzählt habe. Bin gespannt. Du brauchst die Flash also gleich, ne? Den einen in den Kopf schießen, die Flash in der Mitte machen und dann Mr. X auch damit aufhalten. Das ist der Plan, ja. Und wenn ich die beiden Elektroteile hier auspacke, erst hier auspacke, dann spart das wohl Zeit. Wurde mir gesagt oder habe ich irgendwo gehört? Ein bisschen vielleicht, wenn es um Sekunden geht, dann ja, ne? Weil du halt irgendwie Menüs und Ladezeiten umgehst. Du kannst nicht mal in dem Menü drin und kannst gleich das einstecken. Ja. Aber da reden wir wirklich jetzt von Sachen, die eigentlich für mich nicht relevant sind. So. Zum Beispiel das, wenn ich das jetzt einfach schneller könnte, ne?
weiß so ungefähr. Ah, Mann, sind doch nur zwei. Ja. Ja, zum Glück hat er jetzt auch hier noch so ein Ding, den brauche ich nämlich wahrscheinlich auch gleich. Das werde ich machen, wenn ich dann nochmal das Training weitermache. Ich werde mir einmal diese Rätsellösung skizzieren oder einmal aufschreiben, ja, um einfach mit den Eselsbrücken sich die Dinge einzuschaffen, aber auch mal drauf gucken zu können, wenn Not am Mann ist. Da ist der Digger. Der Grund, warum man zu dem schießt, ist, damit ich hier Zeit habe, das zu werfen. Und wenn ich eine Millisekunde zu spät, wie für eine Scheiße. Denkern-Spray. Habt ihr das gesehen? Wie unfair das war. Weil eigentlich wird das getriggert, die Explosion wird getriggert dadurch, dass mich jemand angreift, ich aber schon eine geworfen habe. Und dadurch kommst du halt schön vorbei an dieser Stelle. Da, oh, tatsächlich, ne? Oh, meine Augen. Aber das hätte eigentlich hätte es nicht passieren müssen, dass der mich noch beißt. Das hätte eigentlich irgendwie, häufig werden diese Beißanimationen ja nochmal unterbrochen, wenn du nochmal irgendwie eine Granate hast vorgezündet, aber hier waren sie wohl schon zu spät in der Animation drin. Die waren zu beschäftigt, um geblendet zu sein. Ja. Aber ich mag lieber, ich freue mich sogar, wenn ein zweiter kommt, weil die Beißanimation ist mehr oder weniger dieselbe und er bricht dann beiden so ein bisschen den Hals und dadurch sind zwei erstmal am Boden. Das ist eigentlich das Geile daran. Ich bringe die lieber durch Beißen zum Boden, als dass ich irgendwie auf sie schieße, weil da passiert halt nichts. Knapp 45, 46 Gesamtzeit aus dem Polizeirevier raus. Oh, ich habe mich gerade gefragt, wie weit ich. Ja, das passt ungefähr. Das ist eigentlich ein guter. Also, das ist ungefähr die Hälfte. Ja, ne? Ich hätte aber locker fünf Minuten. Knapp also, unter der Hälfte würde ich fast sagen. Ich sag mal so 40 könnte ich schaffen. Also hätte ich hier schaffen können. Ne? Also wenn ich jetzt die Fehler nicht, ein paar Fehler nicht und so. Wir gucken, wie effizient du an Ada vorbeikommst. Hier kannst du natürlich nichts machen, außer darauf warten. Nein, aber nur warten und warten. Das Gute ist aber, ich kriege jetzt gleich eine fette Schrotflinte. Also das ich Upgrade? Und, genau, und im Upgrade sind auch noch vier Schüsse, was die wenigsten wissen, dass da direkt noch Munition du mit kannst, dabei kommt. Das ist, dass du auch 8 Schüsse insgesamt hast in der Shotgun, ne, bevor du nachlädst. Das. Und ich krieg noch 4 Schüsse halt dazu, 4 Munition. Aber es ist einfach, die Schrotflinte ist die allergeilste Waffe und ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie man das mit dem Granatwerfer spielen soll. Granatwerfer also, ist schwierig. Also sehr, der ist ganz gut für mit den Lickern. Ne, weil auch die Flammen brauchst du ab und zu auch mal, weil du damit noch mal nachhaltigen Schaden machen kannst. Ich finde, schwierig wird später mit den Pflanzenmonstern. Da musst du schon eine Brandgranate haben, um die vielleicht einmal zu verletzen. Da musst du noch eine zweite benutzen und du kannst keine Brandmunition mischen. Du kannst nur Säuremunition mischen. Das heißt, man muss die Brandmunition wahrscheinlich einfach aufheben oder so bis zu denen. Du kannst ja auf deren Knospen schießen und dann an ihnen vorbeilaufen. Ja, aber das die sind schon heftig. Das für einen Speedrun, die Knospen zu machen. Ich schmeiß da auch, also eine Säuregranate kannst du machen, um an denen vorbeizulaufen, aber richtig killen ist nicht. Aber du kannst, ich bin mir sicher, ob eine Knospe oder zwei, aber sobald du drauf schießt, wie war's? Lebendige Stunt. Also, das Problem ist nur, dass die dich auch bei wenig Energie sofort one-shotten, one-killen. Die machen Insta-Kill. Das heißt, es ist immer ein Risiko, wenn du ihn anschießt und dann vorbeiläufst, die können dich trotzdem manchmal grapschen und dann bist du halt tot. Und dann ist der Run vorbei. Und dafür hebe ich mir dann doch lieber den Flammenwerfer auf. Ja gut, du sollst auf jeden Fall ja die Shotgun eigentlich vermissen, der Flammenwerfer. Ich hab's versucht mit diesem Elektro-Ding, aber es hat mir nicht so viel geholfen dann. Nee. Das Elektro-Ding finde ich gut für den allerletzten Endgegner eben, aber der Galligator. Hier kann man natürlich nicht viel falsch machen jetzt. Ja. Ist gescriptet, in welche Richtung ich dabei könnte trotzdem mal in die Kiste gucken, brauche ich nicht vielleicht, die muss ich mir irgendwie was ablegen. Was ist das? Ja, vielleicht. Ach, das Shotgun-Ding kombinieren. Ja. Ey, wie ich hier die Zeit. Ich muss das besser machen. Den Schlüssel kannst du reinpacken, theoretisch. Aber den brauchst du. Recht. Ja. Das war der Fehler, oder das Ding, was man ohne Kiste dann. Hat man das Problem, dass man diesen Kreuzschlüssel hat, den du halt nicht mehr wegkriegst, weil du hast die zweite Tür nie geöffnet. Das heißt, man verbraucht Zeit, öffnet die zweite Tür, dann kann man ihn wegwerfen, oder man muss ohne Flammenwerfer spielen, das geht auch. Aber so oder so hast du auf jeden Fall ein leichtes Problem, wenn du ohne Kiste und Speedrun willst, weil das ist ein bisschen schwieriger. Aber es geht. Einmal links, rechts, Mitte. Es ist wahnsinnig einfach. Ah, oh, das war so episch. Ja, es ist ganz toll. Also es ist, visuell ist das super, ja. Mann, aber im Ernst, auch diese Crash Bandicoot-Nummer, ich finde das voll okay, dass das mal gemacht wird. Ja, natürlich. Ich meine, nur weil jetzt Crash Bandicoot es gemacht hat, heißt ja nicht, dass hat so den Stil von, es ist kein richtiges Spielen, es ist ein bisschen casual, es ist kein Endgegnerkampf, aber den gab es vorher ja auch nicht. Gegen
den Alligator. Ich frage mich immer, was passiert, wenn man explodiert von alleine? Wenn man nicht schießt? Naja, irgendwas muss ja passieren. Ne? Wahrscheinlich müsstest du eventuell durchbeißen nach einiger Zeit, oder? Und du stirbst mit, wenn du mit in der Explosion bist? Nein, ich würde es gerne mal probieren. Nächster Run. Ich hatte überlegt, sowas zu machen wie ein No-Kneecap-Run oder so, wo ich jeden Zombie, dem ich begegne, die Kniescheibe wegschieße oder so. Irgendwas, was das Ganze ein bisschen für mich interessanter macht, weil ich werde natürlich nie die krassen Zeiten erreichen. Das heißt, ich muss mir irgendeine Kategorie suchen, in der ich Du erfindest die Kategorie und wirst immer Erster sein, weil kein anderes runnt. Wäre geil, ne? Wenn ich jetzt erstmal anfange mit der Knee-Round, gibt's garantiert Leute, die... No-Kneecap left behind. Ja, No-Kneecap left, ja. Genau so. Dann brauchst du auch viel mehr Muni. Plötzlich wird alles ganz anders. Der Ada-Part gleich, da bin ich mal auch gespannt. Ach, der ist einfach, wenn man weiß wie. Aber ich weiß, wie wir uns geflucht haben, weil es zeitlich manchmal sehr eng ist. Wie schön, nicht nur ich habe da geflucht. Also ich fand auch echt unnötig. Ich weiß. Es ist so ein bisschen, ich habe immer vergessen, dass ich diese komische Laser, also die Kanone da Sick habe. Und Weapon dann, Time. Wie komme ich da noch mal hoch? Ach, hier gibt es bestimmt auch noch eins von den Dingern. Ich bin 4, 5, 6, 7 Mal gestorben. Oh, in 2 Minuten wäre jetzt schon der Weltrekord. Von dem ganzen Spiel, ne? Alter Schwede. Und der Typ ist krass. Guckt den euch an. Der hat so ganz viele Videos. Und jedes Mal macht er nur so 5 Sekunden, noch mal 10 Sekunden. Und offensichtlich schabt er schon wirklich an der Perfektion. Ist ein ganz krasser Typ. Und dann nebenbei liest er noch in den Chat und quatscht und macht nebenbei irgendeine BP, PB oder so. Das ist echt faszinierend. So, warte mal. Was ist jetzt hier? Was ist hier? Ah, okay. Jetzt müsstest du Ada haben. Ja. Jetzt geht's eigentlich erstmal ganz gemütlich. Das ist jetzt nicht wirklich schwer. Ach shit, schon wieder direkt den ersten Fehler gemacht, ne? Erst das, dann das andere, ja. Ist ein bisschen frickelig, finde ich, die Steuerung. Manchmal macht man es eigentlich richtig und er akzeptiert es nicht und man muss nochmal neu drücken und das frisst dann auch immer Sekunden, die man gerne gespart hätte. Wurde jemals erklärt, warum sie ein Abendkleid trägt? Ich denke mal, das ist wie bei Mr. Wolf von Pulp Fiction, so dass der mitten von dass sie von einer Party einfach gerufen wurde oder so. Ich denke auch fast, also entweder mitten von der Party oder das war ihr letzter Auftrag und sie konnte sie nicht umziehen, weil sich hier kurzfristig die Klage ausgebrochen ist. Irgend sowas, ja. Oh, jetzt kann ich ja hier unten auch direkt den Raum aufmachen. Den vorher aktivieren. Man muss nicht warten, bis man unten ist natürlich, wegen dem Zombie, dann dauert es auch länger. Hier ist ein bisschen Munition, die brauche ich eigentlich nicht, aber ich habe Angst, sie nicht mitzunehmen, weil 9 Schuss. Safety safe. So, hier wissen wir jetzt, dass wir hier langlaufen müssen, um diese eine Geschichte zu finden. Und von oben kommen jetzt langsam immer mehr Zombies, die beim Rückweg ein echtes Problem darstellen, finde ich. Ich hasse diesen Weg eigentlich. So, und hier ist schon der Shit. Muss man da lang, glaube ich. Genau, und dann hier an der Wand. Und wenn ich einmal verläuft, sind die nämlich währenddessen schon wieder so gut aufgestellt. Kannst wieder zurücklaufen, ne? So, jetzt kommen sie langsam. Da ist doch noch einer irgendwo. Ah, Glück gehabt. Ist ja woanders lang gelaufen heute mal. Mach fix, eventuell kommt er von links gleich. Ja, dann sind wir fast schon durch mit ihr. Naja, fast auch nicht, aber Hälfte. Ah, okay, ja, so geht das natürlich elegant. Ist natürlich eigentlich unmachbar beim ersten Mal, weil man nicht direkt weiß, wo man hin muss. Und natürlich auch, weil Mr. X gar nicht ausweichen, ja. Doch, du kannst hier immer im Rundlauf laufen. Aber nachdem du das hier aufgemacht hast, ja. Aber wenn du die Tür zumachst. Aha. Wo ist da? Und den sucht man manchmal auch länger. Den sucht man auch mal. Ich glaube, hier ist jeder gestorben beim Casual Playthrough, oder? Mit Ada. Also ich stimmt. Also es ist zumindest so gedacht, dass man ruhig auch mal stirbt. Das glaube ich auch. Ja, wenn du den Sherry-Part spielst, da gibt es ja auch gezwungene Wartezeiten, weil du kannst ja auch nicht dann durchgehen, sondern du musst dann warten, bis der Polizeipräsident angefangen hat, hier die Sachen wegzuschieben. Sag mal. Ada! Ich bin mal gespannt, ob ich jetzt sterbe. Es ist eigentlich sollte es nicht passieren.
Aber es passiert in der Hektik doch manchmal, obwohl man ja eine Minute Zeit hat und nur 30 Sekunden braucht. Weil hier unten rechts ist gleich der Erste. Und du musst warten, bis überhaupt der... Exakt, ja. Das ist das Dumme. Man sucht am Anfang schon und denkt sich, der ist blau, alle sind blau. Welcher ist es denn, ne? Und dann am Ende ist es aber der Erste, an dem man eben schon geguckt hat. Und das macht's, finde ich, nicht gerade einfach. Man kann sich auch ein bisschen mehr in die Mitte stellen, dann kannst du alles auf einmal erreichen. Da ist natürlich mit einer Maus zum Beispiel auch beim Schießen und so viel mehr machbar. Ja, die Weltrekorde sind auf PC dann eher. Ja, ja, alles PC. Du merkst es auch, wie die schießen und so. Das ist nicht auf einer Konsole machbar. Es geht wirklich nicht. Meine ich nicht böse, weil ich es nicht kann, sondern diese Leute, die spielen schon ohne, nicht ohne Grund am PC. Warte mal, das ist die falsche. Nein, hier. Den musst du unbedingt, genau. Bei einer hätte ich jetzt alles kaputt gemacht. Und noch vor 30? Ja, 30 nur 7. Wäre ja auch echt gelacht gewesen. Das war es eigentlich gleich, ne? Zwei Räume noch weiterlaufen und fertig. Richtig kacke ist, wenn du hier verletzt bist. Ist mir passiert und sie war wirklich sehr verletzt. Und dann musst du diesen ganzen Weg laufen und sie schleift sich dahin. Das dauert wirklich 2 Minuten länger. Okay, Leon. Mache ja weiter. Auch wieder so ein Ding. Falsch gestanden. Ne? Verlierst du auch direkt Zeit. So, Kiste habe ich eben schon vorhin benutzt, oder? Brauche ich nichts. Obwohl. Da war eine Kiste. Wusste, dass deine war. Kannst sie kombinieren, die Granaten. Nee, es gehen nur 3 gleichzeitig. Okay, nee, dann will ich aber. Die... Dann pack die eine weg, ne? Ja. Was ist denn los? Oh, mit dem Laufen habe ich heute. Irgendwie ist der Controller auch ein bisschen ausgeleiert schon. Ist wirklich so, ist jetzt keine Rede. Guckt euch den an, siehst du, bezeuge, dass er ausgeleiert ist. Der ist schon sehr leicht. Er ist wirklich ausgeleiert. Da hast du recht. Und du drückst halt die ganze Zeit nach vorne und dadurch wird der halt nicht besser. Okay, so. Jetzt kommen die Parts, die in Hangs so nervig sind. Hier geht's ja noch, also jetzt passiert vor allem am Anfang auch nichts, aber ich finde diese Kanalisation, vor allem diese Blubberaugenwesen. Ja. Die sind mega nervig, ja. Die sind so anstrengend, wenn du nicht weißt, wie du sie triggerst und vorbeikommst und so, das ist... Da bin ich auch gleich gespannt, wie du es machst. Es geht mir ähnlich wie bei Mr. X, die erwischen mich häufig nochmal, dass ich eher die Granatennummer dann nochmal mache. Ja, naja, ja. Es ist auch ein bisschen random, mal so, mal so. Ich will gar nicht, ich habe nicht immer denselben Plan so. Okay, warte mal, war das jetzt? Nimmst du den jetzt? Ich muss jetzt hier erst durch, nee, ich glaube, ich muss erst durch, ja. Du musst erst mal durch, du kannst den noch nicht mitnehmen, nee. Die ganzen Sachen hast du ja noch gar nicht. Glaubst du, ich brauche den Schlüssel? Brauche ich den? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, ich brauche den gar nicht. Nee, den Schlüssel benutzt du, um wieder ins Polizeirevier hochzufahren, ne? Ja, aber das wiederum braucht man ja eigentlich nicht. Und wenn du es nicht brauchst, dann ja. Andersrum. Ah, jetzt ist der Hangstart, ja. Okay. Ja. Ich hatte auch gedacht, nachdem ich gespielt habe, ah, Hank ist jetzt easy. Ich habe Hank gespielt und direkt 10 Minuten gebraucht. Aber halt eben 1 Minute schlechter als. Ne? Als wo du drin warst, ne? Ja. So, der, ja. Ich lustig fand, jemand hat ja bei Twitter uns auch geschrieben, ich habe Hank auch gleich irgendwie mit ein paar Minuten nach, also ein paar Minuten und mehr als wir. Es kann klappen. Ach, es kann aber auch manchmal nicht klappen. So. Als wir geschafft und wusste die Sache nur, weil er unsere Aufzeichnung gesehen hat, wusste, wie die Zombies positioniert und konnte das spielen. Sehr gut. Da macht viel Placement aus eben. War cool. So. Also ich meine, so einfach kommst du an diesem riesigen Viech vorbei. Ein Schuss, ne, und du rennst dran vorbei. Generell, wenn was auf dich wartet, dann trigger es und warte nicht darauf, dass es dich triggert, nee, weil das, die sind ja so als Falle platziert. Hier ist Magnum-Schuss, brauchen wir nicht. Okay, jetzt kommt auch gleich der Part, den ich hasse, nämlich mit den Schachteilen. Also ich weiß es grob, aber ich werde wahrscheinlich es 2-mal falsch machen oder so. So. Was brauchen wir denn hier? Die Schachtteile brauche ich jetzt erstmal nicht. Das machen wir gleich. Hier irgendwas. Gehen wir mal eins davon zurück und eins davon. So. Das muss jetzt aber reichen. Was wir jetzt machen, ist, wir gehen jetzt erstmal die 2 holen und dann auf dem Rückweg holen wir den letzten von der Treppe, wo wir eben waren, in der Brücke. Und dann landen wir wieder genau hier und dann setzen wir die schnell ein und dann sind wir schon fast raus aus dem. Dann holen wir Ada und dann sind wir aber wirklich schon raus aus dem ganzen Untergrund und dann kommen wir ins Labor und das ist dann der letzte Part.
Und der geht auch schnell. Also 25 Minuten oder so, 20 Minuten. Ja, kommt drauf an. Ich glaube auch, der letzte Part wirkt immer so, als ob man den wirklich fix machen kann. Vielleicht kann man auch. Also gerade wenn man nicht die Code-Dinger weiß und alles. Die ich übrigens nicht weiß. Ich hoffe einfach, dass es mir einfällt, wenn wir dann da sind. Den rechts werde ich holen, weil da der letzte Shotgun-Part drin ist, den ich auf jeden Fall haben will. Also, da hat sie aber auch zwei Slots, oder hat sie jetzt schon zwei Slots? Jetzt hat schon, genau, die hat schon zwei Slots. 2, 12, 8, okay. So, komm. Hier gebe ich lieber ein bisschen weniger Gas, weil wenn man einmal überdreht, musst du komplett neu anfangen. Stück Holz, ey, da hättest du auch irgendwas nehmen können. Auch einen Arm von irgendeinem Zombie oder so. Und warum wird das dadurch besser? Ich verstehe das nicht. Ah ja, nichts dagegen, aber. So, die, glaubt mir, Leute, macht die kaputt. Macht die komplett kaputt, diese Arschgeigen. Das sind die allerschlimmsten, das sind noch schlimmer als die drei Typen, von denen ich vorhin erzählt habe. Alle kaputt machen. Weil die kommen immer wieder und die sind stark und die sind so programmiert, dass die wirklich auf die Eier auch gehen. Brauche ich Energie? Ja, hier, das ist eine gute Idee. Kannst alle drei kombinieren jetzt schon mal, ne? Genau. Sag mal, warum? Ja, weil wir es eben zum ersten Mal durchspielen jetzt. Denk das Teil. Dabei haben wir ein Save hier auf der Konsole, wo es x-fach durchgespielt wurde. Ja, komisch, ne? Warum eigentlich? Warte mal. Doch, ich dachte gerade, ich hab den nicht. Den hast du mitgenommen. Den T-Crank. Ja, die Cranks immer, ey. Ach so. Jetzt kommen. Früher war es mein Hasspart, aber ich muss sagen, ich mag den jetzt, weil er ist so ekelhaft und wenn man ihn gut schafft, ist man so happy. Das ist so richtig, so eine richtig schöne, schlimme Stelle, wo du, wie die Endkämpfe, wo du einfach an der zufrieden Frau bist, wenn es durch ist. Nee, das war wieder Hank. Das war genau. So, hier ist der Schlüssel. Ich lass ihn mal da. Ich hoffe, es ist richtig, aber ich glaube, ich brauche ihn nicht. Oh ja, stimmt. Ich erinnere mich. Dunkel. Dann nehme ich auch mal eins mit, aber nur, dass ich eins safe habe. Eigentlich auf dem Rückweg wäre besser. Warte mal. Ja, aber auf dem Rückweg genug. Sind da noch viele von den Viechern gleich da. Ne? Ich brauche nämlich vier Slots oder fünf sogar. So, hier ist jetzt aber der erste, den kann ich meistens umgehen, indem ich rechtzeitig schieße. Aber ja, Fehler. Er kriegt mich! Doch nicht. Wenn du falsch vorbeigehst, ne? Mhm. Und hier muss ich jetzt rechts, aber das klappt auch nie. Oh, doch. Hat geklappt. Und hier kommst du durch. Wenn ja, okay. Ey, ihr kennt diese Strecke, ihr wisst genau, das ist mega die nervige Scheiße und zurück wird's noch mal schlimmer, aber hin hat's geklappt. Sehr gut. Bin richtig beeindruckt jetzt von mir. Jetzt vier für die beiden Schachpieces plus den Flammenwerfer, ne? Ja, genau. Es kann sein, dass ich vielleicht irgendwo was falsch gedacht habe und noch einen brauche, aber dann esse ich was. Aber ich glaube, es müsste passen. Das ist natürlich das Hauptproblem immer, Item-Management. Man muss vorher wirklich überlegen und besser austesten, was man wo braucht. Ich meine, den Typen jetzt zum Beispiel, den kann ich auch einfach, früher haben wir gegen den gekämpft, brauchst du halt eigentlich nicht, ne? Machst du halt einfach nicht. Warum macht man das? Hast du den Queen Plug jetzt gerade? Nein. Naja, jetzt mach ich ihn aber. Kann an dem auch nicht. Weil einer ist immer easy. Scheiße. Das ist. Nee. Dann beiß mich halt. Mir doch egal. Shit. Das ist ganz gut, weil diesen Schutz, den kann ich eben eh gleich gebrauchen, weil man wird meistens einmal angesapscht von den Viechern. Mhm. Und wenn man den Schutz hat, dann hast du danach kein Gift, bist dadurch also nicht langsamer und kommst dann nicht in diese elende Abwärtsspirale, dass du langsamer bist und sie dich dann doch noch kriegen und so, sondern du läufst einfach weiter und hast sogar eigentlich viel gespart. So. Das ist ein sehr guter Trick, den ich jedem empfehle. Das ist kein Trick, so, das ist einfach wahrscheinlich die einfachste Möglichkeit, hier durchzukommen. So. Na gut. Das Gift geht mir wirklich auch eher mega auf die Nudel. Es ist wohl an der Stelle auch einfach echt unnötig und gemein, weil du hast keine blaue in dem Moment. Und dann kommst du da nicht mehr weg, weil du halt zu langsam bist. Du bist ja dann so richtig schleppend, ne? Da geht gar nichts mehr. Okay, mal gucken, ob ich. Am liebsten würde ich eigentlich ihn hier so locken. Mal gucken, ich will dir das mal zeigen oder euch eher.
Und zwar, wenn ihr jetzt runtergeht, ist mein Zeitfenster gekommen. Ah. Arschgeige. Ah, okay. Granate, oder? Du hast drei Stück. Ich müsste es noch schaffen. Ich lass mich lieber ansipschen. Also du bist nicht sofort vergiftet, oder? Nee, wie gesagt, das erste Mal bist du dann eben nicht. Ich bin die ganze Zeit jetzt immun. Also, vielleicht gibt es einen Prozentsatz. Nee, Bücher ist immer. Ja. Ist immer so. Also, mir noch nie passiert, dass ich hier mit diesem Kreuz vergiftet wurde. Okay. Jetzt kommt was, das hat ein Speedrunner so geil gelöst, aber ich krieg's nicht hin. Und zwar läuft er hier rechts hoch und direkt wieder runter und dadurch an diesem Vieh vorbei. Es ist nur leider einfach. Weil der eben jetzt getriggert ist, dass er runtergeht. Genau. Aber, ne? Siehst du, es geht nicht bei mir. Das ist aber trotzdem funktioniert. Aber er findet den Absprung irgendwie nicht. Das muss man wirklich sehr präzise wahrscheinlich machen, ne? Das kann jetzt richtig kosten, wenn ich den Schlüssel später brauche, aber. Nix. Also, du kommst da nicht immer. Durch. Ich will, das ist auch. Hank, du kannst den Schlüssel mal mitnehmen, sicherheitshalber, bevor du hier nochmal zurückläufst. Du hast ja den Platz und kommst hier an der Truhe vorbei. Na gut. Aber nächstes also Mal brauche ich ihn nicht mehr. Nee, nächstes Mal nicht, aber ich glaube erstmal bevor, weil ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ja, ich will mich auch nicht auf dich jetzt verlassen. Ich habe ihn bisher immer mitgenommen, aber ich glaube, ich habe ihn nie benutzt. Aber man weiß es halt auch nicht. So, seht ihr? Frieden, Ruhe. Keiner kommt auf mich zugestanzt. Und auch das nächste Mal, wenn ich hier komme, wird keiner mehr kommen. Die halten so viel aus. Du schießt die nieder, die kommen wieder. Du schießt nochmal, sie kommen original so oft wieder. Ja, dann weg kacke, damit. Kacke. Was kann ich denn jetzt hier machen? Kann ich irgendwas Sinnvolles machen? Ich kann nichts davon weggeben. Nee. Siehst du, hätte ich den nicht mitgenommen. Hätte ich ihn nicht. Oh Gott, und ich habe einen riesen Fehler gemacht, Leute. Egal. Ich brauche nämlich gleich auch noch die dritte. Muss eh irgendwas. Und hier, das kann ich jetzt auch nicht mitnehmen. Na gut, egal. Da kommst du vor. Nee, weil ich jetzt eben zu lang gebraucht habe. Ich habe einmal kurz zu lang gebraucht. Aber vielleicht habe ich den Schutz noch. Der müsste mir eigentlich jetzt noch helfen. Kann aber auch in die Hose gehen. Okay, Glück gehabt. Sieht nicht so aus, oder? Schutz, ja. Hast du noch. Ah, geil, der dampft nur ein bisschen. Schön die brackige Kotze. Ja, das ist natürlich jetzt die Stelle. Dafür haben sie halt extra so ein Ding hingelegt, ist ja klar. Immerhin. Das kannst du direkt kombinieren, glaube ich, falls du es mitnehmen möchtest. Auch, ja, auf jeden Fall. Kein Kraut. Wenn's du kriegst hier gleich oben eh noch eine Tasche. Wenn ich mich nicht irre. Glaube nicht. Ich glaube, die ist hier woanders. Ich glaube, du kombinierst das. Ich verwechsel es. Verwechselst mit dem Frauen-Speedrun. Ich hätte gedacht, wenn du jetzt hochfährst, wir werden dann, sehen, dass du hier gleich eine Tasche hast. Warte mal, also könntest du aber auch recht haben, doch. Links auf dem Tisch. Ja, du hast recht, da ist eine. Da ist eine, Mann. Ja. Gregor. Ja, wenn der Gregor was sagt, hat es Hand und Fuß. So, und Tasche. Okay, jetzt gehen wir hier hin. Holen uns schnell den. Eigentlich wieder zurück, ne? Gehen direkt wieder zurück, bevor der andere Typ aufwacht, der natürlich jetzt irgendwie durch uns geweckt wurde. So. Gut, da kannst du jetzt wieder hoch. Ja, den Schlüssel hättest du wirklich nicht gebraucht, weil du ja nicht wieder zurückgehst ins Polizeirevier. Ja. Ah, siehst du, jetzt geht's nämlich schon wieder nicht. Guter Moment. Grapsch mich. I don't give a grapsch. Es ist wirklich verlockend, aber ich darf nicht L1 drücken. Ja, lass mich jetzt mal hier durch. Manchmal grapschen sie einen auch noch ein zweites Mal. Ja, das finde ich am ekelhaftesten, ne? Du hast mich gerade gegriffen, du hast mich voll gekotzt. Links. Ich will aber. Nee. Ich will ja den dritten. Achso, du hast alle drei, doch. Hab ich alle drei? Hab ich eben schon geholt. Ja. Entschuldigung, ja, da war ich kurz noch ein bisschen, hat mein Gehirn geleckt. So. Stimmt, ich habe alle drei. Die anderen sind ja oben alle. Ich überlege schon mal, wie ich die Dinger jetzt gleich reinsetze. Der Turm ist gegenüber, also die Dame und König. Ich hab's Dame und König zuerst. Und dann der Turm gegenüber von der Dame und dann ist eigentlich alles von alleine erklärend. Läufer links und Pferd rechts. Okay. Da die am Anfang aber noch woanders stecken, ist es natürlich so ein bisschen. Du hast jetzt keine Slots mehr, um die rauszunehmen. Achso, ja, du weißt das. Aber man kann es ja so machen. Ne? Dame? Da kommt die Dame rein. Hier ist links was. Da steckt schon einer. Na gut, ist nicht schlimm. Das ist der Läufer. Hier kommt der König. Welcher ist der König? Mann, das kann ich hier der. Kann man erkennen. Ich habe, weil ich die natürlich aus Zeitgründen jetzt auch nicht. Ist der Bauer? Der kann drin bleiben. Der muss hier rein, ne? Scheiße, hätte ich mir auch sparen können. Das Pferd, glaube ich, musst du umstecken. Aber da steckt ja auch, genau, da steckt ja zum Glück auch so ein Bild. Was es ein bisschen einfacher macht. Turm und Läufer, oder? Hier
Läufer außen? Läufer, genau. Turm mit, weil Turm gegenüber von Dame. Ja, exakt. Ist ein bisschen mein Angstgegner, die Tür. Guck mal, ob du Sachen, musst du Sachen ablegen noch? Okay. Ja, ich muss echt mal gucken. Almost there, Ada. Obwohl? Nee, muss ich gar nicht. Obwohl, ich weiß nicht, ob gleich was kommt. Schmeiß den Schlüssel weg, schmeiß den Crank weg. Ja, das Ding weg, das Ding weg, das Messer behalte ich. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Um echt zu sein, ich weiß gerade gar nicht, was kommt. Jetzt rette ich jetzt Ada und dann fahren wir runter und dann bin ich im Labor. Jetzt kommt er erstmal. Der Kampf kommt ja noch. Kampf, Scheiße. Ja, Moment. Danke für den. Ach! Okay, ich bin sehr gewappnet für den Kampf. Kriegst, mach mir wenig Sorgen. Du kriegst gleich noch alle Health-Items. Ja, ich mach mir drin gleich noch ein rotes Kraut. So. Weil du die Blendgranate hast, machst du dir wenig Sorgen. Ich mach mir null Sorgen. Pass mal auf. Okay. Da ist noch ein rotes Kraut. In dem Fall ist es nicht wegen der Blendgranate. Kann ich schon mal sagen. Aber es ist ein Trick, den ich so nie rausbekommen hätte. Also hätte ich den nicht gesehen, hätte nie gedacht, dass das klappt. So, und jetzt will ich Ada retten. Aber nein! Die Hand aus dem Nichts hat was dagegen. Und deswegen werde ich eine Granate nehmen, die habe ich zum Glück schon equipped, und roll die original einfach hier hin. Was? Und dann steht, ja, kannst du nicht ausdenken. Und dann wird er getriggert und geht direkt zu dieser Stelle. Was? Ey, normalerweise funktioniert das Original immer. Das ist sowas von immer. Noch nie hat's nicht geklappt. Na gut, jetzt muss ich dann halt den langen Weg und hab noch zwei Granaten. Das kotzt mich an. Aber Gregor, es geht. Es geht nochmal. Guckst du an? Okay, ja, ich check's da nochmal aus. Okay, ja, ich bin ja auch immer wie so ein Aufzeug. Du sparst halt einfach eine Minute oder so. Und guck dir an, was ich an Energie jetzt schon wieder verliere. So eine Scheiße, ey. Das heißt, das ist Kacke, Spiel! Das heißt, eigentlich steht er schon die ganze Zeit vor der Wand und du triffst ihn dann mit der Granate. Ja, schon. Und dann ist er wütend und genau, es ist irgendwie ein bisschen. Er hat eben nur einen sehr langen Arm. Ja. Der oben reingreift. Jetzt kommt der Part, den ich hasse. Hasse. Nee, ist das der schon? Ja, ja, das ist die Kiste. Fuck. Das ist der Container. Siehst du, mit der Granate hat doch leider nicht so den gewünschten. Jetzt hätte ich sie gerne hier. Jetzt, ja, aber die Blindgranate rettet mir jetzt den Arsch, das sage ich dir. Da kannst du gucken. Ich werde es vielleicht nicht schaffen, ich sag's schon mal, weil es ist eine knifflige Stelle. Es ist eigentlich die einzige Angststelle neben dem Endkampf am Ende, wo ich, sage ich mal, wo noch eine Chance besteht, dass man wirklich verkackt. Ne? Das Gute ist, ich habe aber auch den Flammenwerfer, wobei sollte ich jetzt vielleicht. Na, ich mach mal den Flammenwerfer. Ich will auf jeden Fall, dass er hier bleibt. Ne? Hier auf dieser Plattform. Also in dem Gebiet. Und man kann ihn eben auch. Man kann ihn so stunnen. Okay, und dann jetzt ist er gestunnt zum Beispiel. Und wenn man dann jetzt das macht hier, müsste das eigentlich hinhauen. Es hat aber auch schon öfters nicht gereicht. Ich balle einfach mal weiter drauf, in der Hoffnung, dass er dann die Energie verliert. Und dann One-Hit ist. Das ist so meine Hoffnung, ja. Wollen wir gleich mal sehen? Ja? Ich glaube, das. Nee, natürlich nicht. Aber es geht. Okay, cool. Schade. Es hätte eigentlich, finde ich, rein vom Schaden her hätte es schon klappen können. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn er dann niederkniet, dass er dann erstmal auch invincible ist quasi. Okay. Das war er! Das wär's gewesen jetzt! Ich hätte einfach nur noch einmal ganz kurz, ne? So. Stimmt. Mach! Muss ihn zumindest triggern. Alter, wie lange? Das kann ich denn erst. Er ist wieder aufgestanden. Ja. Okay, du musst schnell wieder zurück, weil du bist sonst gleich tot. Ja. Weg, weg, renn! Du bist renn! Renn, er schafft es noch! Oh, ja! Oh, das ist knapp. So knapp. Ich das dachte so knapp. Sicher, dass du ich tot wärst. Auch. Wie oft mir das passiert ist. Es ist mir so oft passiert, dass man sich selbst darunter. Warum dauert es auch so eine halbe Ewigkeit, bis das Ding nochmal auslösbar ist? Weil es spaßig ist für die Entwickler. Da war es im Prinzip Pech, dass du so viel Damage vorher gemacht hast, weil er sofort wieder gestunt war nach dem, ne, im zweiten Versuch. Ja. Mann, hätte ich einfach einen Ticken länger noch geballert, wäre beim ersten Versuch schon. Ja, dann wäre es ein One-Hit gewesen. Ey, ohne Scheiß, ich bin sehr zufrieden mit meiner Zeit. 1:14, klar, das ist jetzt, ne? Aber es ist für mich eine überragende Zeit. Wenn wir es jetzt nochmal drauf nehmen, also potenziell in einer halben Stunde könnte man den letzten Part schaffen. Das ist eigentlich eine mehr als solide Zeit gleich. Ich bin auch völlig zufrieden. Es ist ein Test und ey, dafür läuft's gut. So knapp 15 Minuten kann ich mir auch noch angucken. Das Ende werde ich leider nicht ganz miterleben. Ich vertraue darauf, dass ihr das gut macht. Passiert mir auch immer wieder. Das ist 3-4 Sachen, wo ich immer falsch laufe. Das ist jetzt auch so ein gezwungenes, du musst warten, bis sie da hingekommen ist, ne? Nein. Nee.
Deswegen ärgert es mich, dass ich mich gerade verlaufen habe. Du kannst nämlich die abkürzen, die Cutscene. Und das kotzt mich jetzt an. Egal. Oh, die armen Karten, die immer darauf warten, mitgenommen zu werden. Brauche ich nicht. Wo wir hingehen, brauchen wir keine Karten. Aber ins Kartenmuseum. Let me carry. Ja, wir wollten noch Karten spielen. Ja, die Kartonale-Fabrik. Die Kartonale. Die Kartonale. Das gefällt mir sehr gut. Der größte Karten-Event in Europas. Ja. Es gibt noch größere, aber in Europa wahrscheinlich nicht. So. Wir kommen zur Faltkarton-Ausstellung. Kannst du jetzt gleich skippen, oder? Jetzt gleich, ja. Da müssen wir sehen, wie die ihr Ding da abziehen. Oh, jetzt fängt, finde ich, der spaßige Part an. Also, ich fand das sehr unterhaltsam. Ich wollte sagen, ich mochte auch. Dieses ganze Labor am Ende fand ich mega, mega, mega gut. Ist angenehm, ist auch leicht zu spielen. Ja, ein bisschen linearer einfach, ne, weil man immer so seinen Abschnitt hat. Also genau, klein lokalisiert. Ja. Ich hätte vielleicht noch, also es wäre vielleicht nice gewesen, wenn es noch einen Abschnitt oder so gegeben hätte, ne? Ja. Einen, wo man noch mal ein bisschen mehr Zeit verbringen kann. Genau. Ich finde, das Pacing ist trotzdem gut. Ich sag mal. Bisschen, ich würde gerne sagen 1,30, aber ich glaube 1,35 wird es 1,40 maximal, wenn ich beim Endgegner Glück habe. Okay, kurz überlegen. Brauche ich irgendwas kistenmäßig? Nee, wobei ich habe schon viel recht, Messer oder? Jetzt. Ich brauche das nicht. Nö, den Flammenwerfer nehme ich schon die ganze Zeit mit jetzt. Achso, du kriegst ja noch. Stimmt, du kriegst ja noch mal. Also, Saft. Man kriegt Saft dafür, aber ich habe ja schon viel eben verbrannt. Ja. Das ist wirklich. Ja, du brauchst nicht den mehr eigentlich so viel für da. Die. Pflanzen. Ne? Pflanzis. Mal gucken. Irgendwie kommen wir schon zu Rande. Hier kann man eigentlich an einem vorbeilaufen erstmal, ne? Ja. Wir haben da auch, was wir da, wie lange wir da aber auch gebraucht haben, als wir es gespielt haben. Und dann ist es so einfach eigentlich. Ne? Nimmst die Granate noch mit hier und ist noch. Läufer rum. Da ist der Flammenwerfer. Immer wieder schön, dieses passende Nährstoffbedarf-Ding. Es ist einfach toll. Da hätten sie gerne noch ein paar mehr von diesen Gags, die irgendwie so subtil sind, hätten sie gerne noch mehr machen können. Okay. Messer. Wird sehr, sehr wichtig für den Endkampf. Hier ist ein Typ, da muss man vielleicht mal in den Kopf schießen. Oder auch zweimal in die Wand erst. Das muss so sein. Ja, dass sie dem Dödel auch noch so eine Schutzweste gegeben haben. Also Flammenwerfer extra, ne? Ja, der gibt aber leider keine Muni oder so, der ist nur... Besser. So, was war hier nochmal? Nix. Die Karte an der Hand hat er. Okay. Ja, er hat das Ding genommen. Mit sowas vergeudet man natürlich unendlich viel Zeit. Das hätte ich jetzt schon machen können. Ne? Das sind jedes Mal 20 Sekunden oder so. 10 Sekunden. Und so ein Ding auch noch. Alles falsch gemacht gerade. Jetzt schieße ich dir dafür auch noch in den Kopf. Das muss sein. Das ist ja furchtbar. Du hast normale Granaten immerhin noch, ne? Mann! Und eine Flashbang. Das ist dieser Automatismus. Reflex, der Reflex. Egal. Da taucht was auf, drück es. Quicktime-Event. Naja, aber ich sag mal so, die wichtigen Sachen für die Blendgranate sind jetzt zum Glück auch schon durch. Der Endgegnerkampf, klar, alles, was ich habe, hilft. Und diese Granaten, aber da kriege ich noch mehr, glaube ich. So, hier ist nur ein Kram, den wir nicht brauchen. Tape? Nein, nicht. Tape kommt später. Ich könnte auch wieder ein Videotape oder ein Film oder irgendwas sein. Nee, es ist so ein Aufnahmegerät, glaube ich. Ja. Ach ja, genau. Oh, meine Audioaufzeichnung, wie wir alles versammelt haben. Ja, aber du lachst, wir haben die alle schon so oft gesehen. Mir fehlen immer noch 3 Aufzeichnungen, die ich nicht finde. Ja. Also ich habe nie danach gesucht, aber es fehlen einfach noch 3. Irgendwie durch die Dokumente kann sein, dass sie irgendwo verborgen in dem Schrank liegen. Den wir das muss irgendwas, ich meine, ich habe es mittlerweile, weiß ich, 10-mal durchgespielt. Also irgendwo muss das doch liegen. Naja. Den Part mag ich auch ganz gern. Ja, finde ich auch gut. Gleich kommen die. Ja, das will ich noch mal sehen. Ach, hier ist ja gar keine Kiste. Doch, hier ist eine Kiste. Wie du gleich den Sapsch zusammenmischt. Das wird geil. Ein Messer weg, oder? Ja. Eine Flashbang weg. Ja, und eine. Du kannst die Munition nachladen vom Flammenwerfer. Super gut, danke. Werde ich auch machen. Du musst es live machen, kannst du ja im Menü nicht. Jetzt gerade verlässt mich so gerade ein bisschen die Konzentration, aber das ist auch nicht allzu schlimm. Das werde ich schnell noch machen, weil ich weiß, ich muss später noch ein bisschen basteln. Und die Messer brauchst du alle tatsächlich noch? Ich kann sie alle gebrauchen, ja. Du hast ja gesehen, die verschleifen sich ganz gern mal. Ja. Und die werden mir sicher hier und da
also bei diesen Endkämpfen sehr helfen, ja, weil die einfach unglaublichen Schaden machen, wenn du es richtig machst. Wenn du einfach einen Scheiß drauf gibst, dass du getroffen wirst und so, dann sind die super. Okay. Ich mach das jetzt, weil ich weiß, dass die später mich sonst zu sehr nerven. Aber eigentlich kannst du an denen natürlich vorbei. Ich hoffe, der ist jetzt auch richtig tot und nicht nur so halbgar tot. Angetotet. Ich muss gleich nochmal gucken gleich. Ja. Das Schöne ist, die haben ja eigentlich einen recht klaren Indikator, dass sie dann am Ende nochmal so, ja, noch mal so zappeln und extra brennen. Das hier, so, und jetzt rechts ist es, das erste Wort ist Fused und das Fused, zweite war Simi. Ich weiß, du denkst jetzt, hä, Simi? Aber doch, du wirst gleich merken, das passt. Ich wirst gleich sehen. Ja, wenn man beide schon mal im Voraus aufmachen kann, das ist ja geil. Das ist sogar genial, dann kannst du direkt alles gleich auf einmal machen. Fuse, ist korrekt. Und Simi. Oh Gott, was war denn das? Naja, es gehört ein bisschen Fantasie dazu, aber Simi, es funktioniert. Ja, ey, super, das war das Wichtigste. Das heißt, du kannst gleich die in den Saft machen, ne? Exakt. Ach, das ist natürlich Saft. Super praktisch. Ja, Saftmixer. Mein Glück, dass das nicht randomized ist, ey. Ach, das verkürzt es ja extrem, das Ganze hier. Ja. Und es ist so ein einfacher, also ein munterer Durchgang. Den Strom muss man trotzdem wiederherstellen, sonst kann man ja nicht das kalt machen lassen. Genau, das kommt, aber das machst du dann mehr oder weniger. So, jetzt bin ich gespannt. Ich drücke rot, grün, blau. Und dann drücke ich nochmal rot, grün, blau. Und was drücke ich jetzt? Rot, grün. Fertig. Ist unfassbar. Alter, ey. Ey, man hat so lange, ne? Das ist so ein Babyrätsel. RGB auch noch, ne? Ach. Aber da kann man sehr viel Zeit vergeuden. Das ist wirklich ein fieses Ding. Ich weiß es noch. So, jetzt kommen die kniffligen Parts mit den Lickern. Die können gut laufen, die können schlecht laufen. Was hat hier? Granate, ja. Was wir ja die nehmen. Irgendwas hier ist noch. Ein Pulver noch. Da ist noch ein Pulver. Großes Pulver. Ja, kombinier's gleich. Sehr gut gelaufen. Sehr gut gelaufen. Ach, ja, shit, aber jetzt nehme ich die Schrotflinte. Aber genau. Du musst die nämlich auch gleich kriegen, glaube ich jetzt. So, ich brauche die gleich. Schon? Da steht einer steht, aber an den kann ich, glaube ich, noch. Na, doch nicht. Manchmal kann ich an den vorbei. Kommt der zweite gerade? Okay, kann's vorbei. Der ist leider aber nicht richtig tot. Ja. Obwohl, ja, das könnte es gewesen sein. Was willst du jetzt? Ach. So, ich gehe einmal hier links. Da ist eigentlich die Karte, aber da ist auch noch irgendwas anderes, ne? Was ist das für ein Pulver? Ach, nur so ein Langeweilpulver. Hab ich irgendwas? Nee, Quatsch. Völliger Quatsch. Hätte ich spaß mir normalerweise auch. Ich wollte nur mal wissen. Ja, du brauchst den Award nicht mehr holen, weil du hast ja schon aufgemacht. Genau, das. Ach, die sind ja noch nicht da. Und hier liegt schon das Gerät, ne? Oder? Ach nee, es liegt da drüben. Nee, das kriegen wir, holen wir gleich. Ja. Aber jetzt müssen wir erstmal die alle tot machen. Alter, das ist so hart und brutal. Soll ich das jetzt nehmen? Ja. Kombinier's gleich. So, wie machst du das mit Lickers gleich? Sind wir denn schon da? Nein, wir haben ja doch. Jetzt kommen die Licker. Oh, du wirst lachen. Was? Die gesagt, einfach geradeaus laufen, einfach, ne? Das ist wirklich die einzige Methode, die sicher funktioniert. Einfach dran vorbeilaufen. Eben das, der Impuls, den man bekämpfen muss, den Fluchtimpuls, den muss man ausnutzen. Das kann doch nicht sein. Ja, aber wenn du es mal weißt, glaub mir, du wirst nie wieder Angst vor denen haben. Aber wenn sie dich erwischen, ich meine, die sind immer noch Bastarde. Also da brauchen wir nicht drüber reden, ne? Schwierig. Nee, ich lasse es erstmal, weil ich will ja das hier haben. Läufst du den Weg gleich wieder zurück? Oder nimmst du den? Ich laufe den Weg genau. Ich laufe den Weg genauso wieder zurück. Okay. Kurz mal gucken, hier ist noch irgendwas, ne? Was da nochmal? Magnum? Nee, normale. Hallo? Einfach den Raum verlassen. Oh. Okay. Shit! Nein! Ach, alles scheiße, ne? Egal. Weil ich das ist kacke, wirklich, dass er das automatisch jedes Mal ausrüstet. Klar, ich könnte auch nicht drücken. Wo ist denn jetzt die Explosion? Naja. Hast du Health? Ja, ich weiß nicht genau, um ehrlich zu sein. Ja, hab ich, ja, okay. Das schaffe ich auch alles ohne normalerweise, aber naja. Jetzt kam noch Pech zum Unglück dazu. So, und jetzt kommt noch was, weil du erinnerst dich, die Licker sind ja noch da, ne? Was glaubst du, wie ich an denen jetzt vorbeikomme? Oh Gott, ich kann es gar nicht mehr vorstellen. Geradeaus? Läufst einfach.
Ach du. Hallo! Hallo! Wo seid ihr denn, Mensch? Hallo! Jetzt hör auf damit. Jetzt provozier uns nicht so. So. Muff. Und jetzt holen die aber auf. Das sollte man vielleicht noch dazu sagen. Das letzte, ne? Kann ich nie. Das habe ich auch bis zum Ende nicht geschnallt. Ah, das war jetzt nicht, also das war geraten, aber manchmal hast du halt auch Glück. Komm, nimm's gleich wieder mit. Das ist scheiße. Das ist genau das, was nicht passieren soll. Normalerweise sind die an einer Seite. Eine Granate und durchlaufen, oder? Ja. Bin noch tot. Bist du nicht die. Er ist auf jeden Fall wütend. Bist du das Ding nicht. Bist du zum Safe-Raum erstmal? Jetzt, wo es so gelaufen ist, würde ich gerne. Außerdem ist hier noch ein Messer. Oh, sind die reingekommen? Nee, können hier nicht rein. Ja, hier ist ja eine Kiste, hier kannst du ja noch Action machen. Also es wäre dumm, da hier nicht reinzugehen, ja, auch wenn es Zeit spart, weil hier ist so fucking viel Zeug. Flammi ist okay, okay, das Ding brauchen wir gleich noch, oder? Ein Messer kann ich wegpacken, ja. Nee, es sei denn, du willst nochmal zurückgehen und die Tasche holen. Nee, brauchen wir nicht, ne? Brauchen wir nicht, geil. Sofern du die Tasche nicht nochmal holen willst, ja, aber es ist ja, du kannst nur 20 drin haben. Schon, ja, ich war irgendwie jetzt gerade. Kurz nochmal. Nur für mich. Jetzt kriege ich leider den S-Plus nicht mehr, weil ich viermal gespeichert habe. Das ist nicht fair, finde ich. Hast du noch ein Health-Item? Ich dachte, ich habe eins einstecken. Nee, ja. Ich habe sicher noch was. Ja. Irgendwas habe ich immer noch. Ah ja. Ich mach das ungerne. Die blauen. Die blauen braucht man wirklich fürs Ende. Die blauen darf man nicht weghauen. So, jetzt ist er hoffentlich wieder ungetriggert. Also sobald du mal aus einem Raum verlässt, dann resetten sie schon irgendwie wieder. Irgendwie, ja. Das ist ja bei Mr. X auch so. Du musst es kalt machen erstmal, ne? Ach, Entschuldigung, das haben wir ja noch gar nicht gemacht. In meinem Kopf habe ich das eben schon gemacht. Beim letzten Mal schon gemacht. Beim letzten Durchspielen. Das ist natürlich, wenn du Speedruns jetzt, eine Szene, ja, aber, wo man viel sparen kann. Ja, natürlich. Beide noch am Leben. Das sind wirklich, sein, was die ey aushalten, oder? Die hatten doch schon die richtig knusprige Bräune. Achtung. Trigger Time. Die sahen schon gut tot aus, muss ich sagen. Ey, die haben eine Granate mitten unter sich gehabt. So was kann man doch nicht überleben. Okay. So, das kann ich mir noch angucken. Da würde ich gerne für den Speedrun später, würde ich gerne so ein bisschen klassische Musik oder irgendwas, was genauso lang ist wie dieses Stück. Und dann würde ich es auch stehen lassen. Ich lasse es jetzt auch mal stehen. Ja. Weißt du? Und er freut sich immer auch so. Man könnte das so schön machen. Ne? Das könnte so ein Trend werden, dass man das immer macht bei Speedruns, bei einem Resident Evil 2 Speedrun. Dass man immer so eine bestimmte Melodie. Es wird dann immer abgezogen von der Speedrun-Dauer, weil es eigentlich zu schön ist, um das zu schön. Kannst du nicht unterbrechen. Und nochmal drehen. Roboterballett. Alright, Leute, ich muss mich leider von dann machen, aber es war mir ein großes Vergnügen. Denzen, schön, dass du auch hier warst. Ja, gerne. Ich finde das super spannend. Ich schaue mir den Run dann noch zu Ende an. Hab viel Erfolg, ne? Ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, jetzt kann ich dir leider nicht so viele Tipps geben, ne? Ja, also Gregor hat schon geholfen, aber gegen Ende komme ich wahrscheinlich noch klar. Gut. Wir sind jetzt auch bei 2 von 3, also wir sind gleich fertig mit dem Hauptspiel. Und dann ist halt der Endkampf, der kann sich noch ziehen. Das hängt dann immer so ein bisschen ab. Ja, da bin ich extrem gespannt. Wie du sagst, mit den Messern, also da bin ich sehr gespannt. Na, es ist wirklich wie der andere Kampf gegen Birkin auch. Nah rangehen, ja, und einfach messern und kriegst halt ab und zu was ab, dann lädst du Energie nach und kommst eigentlich dann. Die Messer treffen auch im Prinzip nicht nur einmal, sondern manchmal, es gibt so Stellen, hatte ich immer das Gefühl, dass du die Zombies 2-3 Mal triffst, dass es so verschiedene Hitboxen gibt bei den Zombies und das Messer da durchgeht. So kam es mir manchmal vor. Das kann schon sein. Die Pflanzenhainis wieder. Eigentlich wollte ich das ja gar nicht, mit der Schrotflinte schießen, aber tatsächlich merke ich gerade, ist auch nicht schlecht. Also dann sind sie kurz gestunt, aber ja, mit einer Pistole ist es, glaube ich, zu unsicher. So, und jetzt wird hier das Gift oder was es ist, abgelassen. Dann kriegst du den nächsten Zugangscode für die 3, oder? Möchtest du sein? Nee, ja, genau, da habe ich den Chip für die 3, genau, ja. Das ist es.
Oh, die liegen jetzt hier rum, die stehen aber gleich auf. Mr. X kommt auch, aber der ist offen gesagt sehr lahm. Ich habe den kein einziges Mal bisher gesehen, wenn ich das hier spiele, weil der irgendwie, ich weiß nicht, wo der hier startet. Okay. Dass der mich nicht kriegt, so. Weil, ist ja normalerweise, geht der einem ja schon gerne auch mal in den Weg hinein. Nein, 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 nein. Okay, ich muss das jetzt machen, weil die können einen ja one-killen. Noch nie habe ich den gesehen. That never happened before. Das kann nicht sein. Bitte nicht. Okay, jetzt muss ich ein Messer nehmen. Ich habe doch ein Messer genommen. Du kannst mir nicht den Kopf verbauen. Du kannst nicht mehr. Ich habe doch sogar gezurückt diesmal. Ja. Das habe ich noch nie gesehen. That never happened before. Bei 1,30. Ja, scheiße. Weil ein andermal war ich da schon fertig. Na gut. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt anfangen. Ich hoffe, der Speicherstand ist einigermaßen fair oder so. Na, manuell gespeichert, ist das so lange her? Ja, schon. Naja, manuell. Anfang vom Labor. Ist so manuell. Er macht, ja, in dem Fall, immer vor so einem Endgegnerkampf gibt es meistens einen Quick-Save. Okay, das ist ja cool. Warum habe ich denn dann überhaupt so häufig gespeichert? Naja, man macht es einfach. Ja. Ja. Das verwundert mich jetzt nicht. So. Was habe ich denn eben falsch gemacht? Irgendwas, ich glaube, weil ich mich zu lange jetzt gerade aufgehalten habe mit dem einen oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht bin ich auch falsch gelaufen an der Stelle. Ich hätte wahrscheinlich besser laufen können. Der Turn war auch deutlich schneller jetzt. Ja. Siehst du, an dem komme ich nämlich auch nicht vorbei. Und dann ist der andere noch gar nicht unten. Nein, so ist es nämlich normalerweise. Ja, der hat dich gerade schon erwischt. Wahrscheinlich hast du dich nicht schnell genug umgedreht. Ja. Okay, so. Hat doch gut geklappt. Wir haben jetzt nicht so viel verloren. Oh nein, die habe ich ganz vergessen. Oh Gott, das ist wirklich die Stelle, die ich sonst, ich kill die vorher, weil ich diese Stelle so hasse. Ja, weil du hast es ja versucht, aber offensichtlich war es unnötig am Anfang. Ich habe einfach nicht genug Feuer gegeben. Okay. Wenn du dann noch mal ein bisschen mehr, musst so ein bisschen auf den Zähler achten und irgendwann haben sie genug und dann brennen sie noch ein extra mal und dann bleiben sie. Aber das sollte nicht passieren. Das ist genau, warum ich sie angeballert habe. Ja. Ne? Weil X im Hintergrund und zwei von den One, die einen sofort killen, das ist, komm ich nicht klar. So, das ist der dritte und der letzte. Wir haben 32, ja, da schaffe ich die von mir angepeilte Zeit nicht mehr, aber wir haben ja gesagt, unter 2 Stunden, das ist durchaus noch in Ordnung. Aber meine PB wird's dann schon mal nicht. Das Interessante ist, dass ich tatsächlich, ich bin eigentlich jemand, der ungern immer wieder dasselbe spielt und so, aber ich habe damit teilweise angefangen, noch eine Granate mitnehmen hier, angefangen und zu Ende gespielt und gleich wieder angefangen. Also, was ich wirklich nie machen würde. Nee, da käme ich auch im Traum nicht drauf. Also. Ja, weil es aber so, es flutscht so und man wird ja eben immer schneller und ich weiß nicht, es hat mir. Also, ich habe normalerweise nicht so eine Geduld, um so ein Spiel zu speedrunnen. Muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich nicht. Und dann bin ich auch ehrlich und sage, nee, das ist mir einfach zu blöd. Aber es macht nun mal irgendwie Spaß. Na klar. Das ist auch nicht so mein Spiel zum Speedrun, weil ich müsste mir so viel merken. Also das ist ja, glaube ich, das große Problem bei dem Spiel. Wüsste ich, dass du mir das sagst. Ja, aber da muss man sich ja so viel merken. Das ist ja irre. Nee, das ist wie alles. Ne? Das ist nur der. Ja, das ist wahrscheinlich jetzt beim Zugucken. Genau, das ist nur das. Glaub mir. Das ist es. Ich kann mir nichts merken. Und wenn ich das spielen kann, kann das jeder machen. Es ist einfach so ein bisschen Muscle Memory. Und vieles passiert dann eigentlich, wenn ich den Raum sehe, weiß ich sofort, was ich machen muss. Aber oft vorher so einen Raum weiterdenken, fällt mir wirklich schwer. Ich weiß, was jetzt ist, aber. Ja, jetzt bin ich gleich wirklich auf den Kampf gespannt. Ey, vielleicht, denk nicht, dass der so spektakulär ist. Du haust mit dem Messer, dann ist der irgendwann rot. Und dann machst du eigentlich weiter mit dem Messer. Ab und zu Granaten und gerne Flammenwerfer, aber es ist, wie gesagt, nicht. Ich weiß nicht mal, ob ich es schaffe, möchte ich dazu sagen, ne? Ja, okay, den kann man auch noch mitnehmen, aber hier ist jetzt, genau, das ist wichtig. Mach ich jetzt. Ja, sicher. Das Dumme ist ein bisschen, hier ist jetzt keine Kiste, oder? Aber ich habe zum Glück eh alles dabei. Doch, da ist eine Kiste. Weil jetzt kommt der große Kampf und da will ich vielleicht dann doch schon mal. Diesmal habe ich, manchmal ist es so oder so, ne? Diesmal habe ich zu viel Munition und zu wenig Heil-Items. Kann passieren. It's
Nein. Okay, so, was brauche ich denn noch? Alles wird jetzt mitgenommen, was gut ist. Kampfmesser, ja klar. Ja, voll. Oh, warte, vielleicht brauche ich gar nicht so viel. Warte mal kurz, ich muss kurz überlegen. Kann ich denn gleich, nee, jetzt ist der. Und danach kann ich noch mal, okay. Manchmal muss man Slots sozusagen freihalten. Ne? Das Ding kann ich zurück. Warum habe ich das überhaupt noch? Achso, wegen dem anderen Ding. Ja, oder? Ja, mach mal so. Und der Protection Buff ist wahrscheinlich ganz wichtig, oder? Ja, klar, auf jeden Fall, ja. Also, es klingt jetzt, als hätte ich hier die mega, mega Strategie. So ist es wirklich nicht, aber es klappt halt mit dem Messer, ne? Also, du hast ja gesehen, du haust drauf und dann geht eins kaputt, ein zweites hast du noch als Sicherheit und den Rest ballerst du mit den Waffen, sollte er noch gehen. So. Und warte mal, jetzt muss ich kurz, ups. Kurz überlegen, wie es nochmal geht, weil die machen das immer gleich. Er schießt die erst auf die Augen und dann fängt er mit dem Messer an, okay. Ich habe aber gerade die falsche Waffe, leider. Scheiße, schon direkt Fehler gemacht, weil ich, ne, aufs Auge. Das Auge muss platzen. Jetzt ist hinter ihm noch einer. Ey. Ah, okay. Shit, und schon. Schnell! Ach komm! Scheiße, ich krieg's halt auch nicht hin jetzt. Ich muss das Auge und dann geht er nach unten und dann muss ich erstmal das Messer auspacken. Naja, okay. Ah. Ey! Sag mal! Okay. Oi, oi, oi. Okay, das war wirklich nichts. Aber wie du siehst, jetzt hau ich ihm durch zwei Arme in die Mitte. Weißt du? Also ja, ich treffe mehrere Sachen auf einmal. Ja, ich treffe die Augen in der Mitte und ich treffe aber auch links und rechts. Also das meinst du. Okay, ja, ich dachte, das geht auch bei Zombies. Das sind mehrere Hits quasi, wenn du einmal durchschneidest. Ah, okay, jetzt ist wieder dasselbe. Ich dachte gerade, ich kann vielleicht. Nein. Na okay, vielleicht macht er einen One-Kill. Macht er wirklich. Shit. Gut. Das konnte ich nicht wissen. Ja. Jetzt gerade, weil es mir noch nie passiert ist, offen gesagt. Shit. Ah, 1,37, Mann. Das hätte unter 40 locker hingehauen. Ne? Es wär hingegangen. Okay. Jetzt wird es langsam eng, dass wir es noch unter zwei Stunden schaffen. Weil der Endkampf am Ende ja auch noch mal mit Timer und so dauert auch noch mal eine Weile. Naja. Ist ja ein Trainingsrun. Du, ich bin eigentlich sehr gechillt und zufrieden mit dem, was bisher gelaufen ist. Ich wusste, dass der Run ist eben gerade beim Ende überhaupt noch nicht fertig. Also da ist aber noch zu viel. Mhm. Und es ärgert mich auch, dass ich hier mit der Flammenwerfer jetzt gerade nicht so viel machen kann. Weißt du, eigentlich gehst du hier hin und dann nimmst du direkt das nächste Auge und dann. Ah, warum habe ich den jetzt nicht getroffen zum Beispiel? Oder ja, warum ist er nicht drauf? Das müsste eigentlich platzen jetzt schon. Ja, wenn das Timing scheiße ist, kommst du nicht mehr rein. Du schmeißt die Granate, um da unverwundbar zu werden? Nein, einfach nur, weil ich Angst hatte. Okay. Wie gesagt, du gehst jetzt zu sehr davon aus, dass hier schon mega der Plan besteht. Es besteht kein Plan. Simon K. will einfach nur durchkommen. Okay. Er tut alles dafür, auch Granaten wegwerfen. Aber das war schon jetzt ein guter Versuch. So, es war jetzt nicht schlecht. Ja. Ich weiß halt nur nicht, wie es jetzt weitergeht, weil ich jetzt wieder mit der Schrotflinte. Da sind die Augen wieder. Scheiße. Ja, immerhin ist es rot. Ey, renn! Aber ich habe beide Augen sogar getroffen, ne? Es ist nur. Sehr gut. Es will einfach nicht. Ist hier nicht ein Medipack irgendwo? Oh nee. Ja, ne? Nehmen ja, oder nicht ist nehmen? Das ist die Frage. Du hast noch den Buff, ne? Ich glaube nicht, dass er dich mit einem Schlag killt. Von daher. Jawohl.
hat der mir einfach so ein Riesenrohr auf den Kopf gehauen. So, jetzt aber. Jetzt auch. Macht er auch schon seine Bewegungen, als würde er es hier beenden wollen. Möchtest du um die Ecke mal ein bisschen ballern? Endlich. Das war's. Sehr stark. Naja. Aber es hat geklappt. Ich meine, mir ist wirklich im Moment nur wichtig, dass es geklappt hat. Ihr fragt euch jetzt, warum laufe ich hier noch rum? Ich habe doch alles erledigt. Ich habe nicht genug Kram. Ich muss unbedingt. Das spare ich jetzt natürlich nicht gerade Zeit mit. Und es wäre besser gewesen, wenn ich vorher gewusst hätte, wo die liegen und sie vielleicht auf dem Weg schon eingesammelt hätte. Aber ich brauche diese Muni und den ganzen Scheiß. Blendgranate, das brauche ich alles. Ihr wisst ja vielleicht, was gleich noch kommt. Und das ist halt einfach kein Spaß. Magnum brauche ich nicht. Pistole kann ich auch drauf scheißen. Warum hast du überhaupt gar nicht benutzt im Run? Weil man die nicht. Man bekommt die so schwer, ne? Ja. Die ist halt okay, nichts, stimmt. Was du. Ja, stimmt. Also du musst wirklich 20 Minuten, 30 Minuten, um die zu haben. Kannst du investieren. Weil. Wie war das nochmal? Die Magnum. Die liegt die, ja. Wo liegt die? Ist die nicht da mit dem. Wo man die Sheriff-Marke bekommt, die der USB-Stick ist? Genau, exakt. Na, das sind Teile für die Magnum. Ja, genau. Und um die Magnum dann auch noch sinnvoll auszubauen und so, musst du mehrere Teile holen. Du hast genau recht. Ja. Die ist da, wo die Sheriff-Marke ist. Und mit der Sheriff-Marke kannst du ja zwei Sachen holen. Genau. Und da musst du auch nochmal zurück dafür. Also es ist viel zu viel Aufwand. Aber irgendwie, wenn du sie hast, der ist super geil. Du schießt einfach nur auf die Augen und er ist halt tot. Und das ist halt irgendwie schon ärgerlich, wenn du das so nicht. Okay, was will ich denn überhaupt? Nehme ich nochmal ein Messer mit? Ne? Habe ich noch irgendwas Sinnvolles, was. Du hast vier Messer. Möchtest du wirklich vier Messer mitnehmen? Naja, nein, eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht. Egal. Das ist ein bisschen viel. Bin ich ein kleiner Messerfetischist gewesen. Nehme ich lieber ein bisschen Energie dafür mit. Ja. Aber so viel habe ich ja gar nicht mehr, leider. Kurz gucken. Nee, das ist das letzte Kraut, ne? Oder? Das Kraut, das sich was traut. Da ist es das allerletzte. Okay, ich könnte mir, sollte es später irgendwie nicht klappen, kann ich mir auch noch was bauen. Weil, das kleine kannst du auch schon mal nehmen. Ja, ich habe auf jeden Fall genug Kram. Und jetzt brauche ich aber auch gleich Platz. Ne? Das ist alles, wird nicht klappen, so wie ich es mir vorstelle. Ja, jetzt kommt eine mega krasse Zeitersparnis. Achtung, pass auf. Wusch. Wow. Ja, und dann noch irgendwo gegengelaufen. Shotcuts, siehst du nur hier bei mir. Ist nur beim Power Gaming. Ja. Ich bin richtig traurig, ne? 42. Das ist eine furchtbare Zeit. Ich spucke auf sie. Ich lass sie an der Autobahn, binde ich sie an und lass sie da an Dreckszeit. Diese Zeit ist nicht von mir. Mir egal, was du sagst. So, jetzt gibt's noch Action am Ende, ne? Ja, jetzt kommt der dumme Mr. X nochmal. Ja. Wobei ich nicht weiß, ist es Mr. X, ist es der Birkin, man weiß, ist es Mr. X wahrscheinlich. Ist der mutierte Mr. X, das wusstest du vielleicht nicht. Die haben ja den Hut und den Mantel und die Handschuhe, haben die ja nicht ohne Grund. Nicht nur, damit sie blöd und cool aussehen, sondern das ist sowas wie ein Mutationsbeschränker. Das heißt, wenn du denen den Kram wegschießt, dann mutieren die an den Stellen. Und deswegen haben die diesen Mantel, also die sind ja eine Waffe, ne? Und deswegen haben die denen den Mantel und alles gegeben, weil nur so bleiben sie mutiert auf einem Level und können quasi nicht dümmer werden, sage ich jetzt mal. So. Okay. Shit. Das hier würde ich gerne weglegen. Ja, gut. Okay. Noch ein Messer. Ey, die Messer kriegt man sehr schnell wieder weg, weil die kann man ja einfach irgendwo reinstecken. Genau. Ja. Ich habe echt zu viele Messer. Ich weiß nicht, warum ich das plötzlich. Letztes Mal hatte ich gar keine. Naja. Es ist, wie es immer ist, ne? So, hier könnte ich zwar jetzt eins dieser Messer auf geschicktem Wege loswerden. Die Pflanzen sterben dadurch nicht durch das Messer, ne? Nee. Weiß gar nicht, durch was die sterben, um ehrlich zu sein. Also, du kannst sie verbrennen, du kannst sogar die Knospen abschießen, dann scheinen sie nicht mehr aufzustehen, aber. Irgendwann dann doch. Ich habe das Gefühl, doch. Ja. Also, weiß nicht. Hier kann man jetzt auch am Mr. X sehr, sehr cool vorbeikommen mit einer Taktik, die ich finde die eigentlich nicht so doll, weil die spart nicht so viel. Na geil, hat nicht geklappt. Und ich habe mich sogar noch selbst geblendet. Aber so hätte es theoretisch auch geklappt, ne? Dass du die wirfst und dann kannst du direkt weiterrennen. Aber das Timing ist ein bisschen off gewesen. Drama, Drama, Drama.
Ende. So, jetzt müssen wir wirklich noch ein bisschen was abgeben. Ja gut, dann halt die Granate, ne? Die eine Sache. Na gut, aber es geht nicht anders. Ich brauche ja hier das, was ja nur der Trick ist, damit ich später den Raketenwerfer in der Hand halten kann, ohne dass ich mich wundere, was die Entwickler sich dabei gedacht haben. Ja, so. Jetzt kommt der wirklich schlimme Part. Ich hasse den sehr. Und hier ist das Messer richtig wichtig, aber den Part kann ich leider nicht so gut. Und zwar musst du dich hier an dem Bein halten und immer so ein bisschen mitgehen. Und dann ist eben wichtig, wenn er haut. Weil er, ne, siehst du? Ah, okay. Und du darfst aber auch nicht zu weit nach rechts, weil dann macht er so einen Schlag nach hinten. Ist das dämlich? Naja, es ist halt, ne, Speedvandale. Ja, und jetzt ist es vorbei, weil jetzt kommst du da nicht mehr so leicht hin. Ja, okay, vielleicht doch, aber es ist wirklich ein bisschen, wenn du einmal vom Timing raus bist, ist es echt schwer. Und das Gute ist, du kannst ihn so halt wenigstens blockieren, weil die ganze Zeit, er hört ja nicht auf, ne? Und er ist ja absolut tödlich. Also, du musst die Zeit einfach aushalten. Ja. Und das ist leichter jetzt, wenn die Brocken da sind, ist es leichter. Und deswegen messert man den am Anfang. Ey, komm, ich war aus dem Weg. Kannst du mir echt nicht erzählen jetzt. Und das ist eigentlich so eine Art Finisher-Move. Ja, hat er zum Glück nicht hingekriegt. Und man kann ihn halt mit nichts aufhalten. Es gibt einfach nichts, was ihn irgendwie groß daran hindert, mir in den Rücken zu hauen, die ganze Zeit. Aber du verlierst ja auch keine Zeit, weil du eh abwarten musst, ne? Es gibt. Naja, es ist so eine Mischung. Er macht am Ende macht er so einen Finisher und wenn du den halt abkriegst, dann shit. Dann bist du sofort, das ist er. Ja. Und ich glaube. Oh Gott, ich habe keine Granaten, ich habe nichts, ne? Willst du dich voll machen? Ich weiß es nicht. Weiß nicht. Ich hoffe mal, dass er mich hier nicht kriegt wegen dem Stein. Hat sogar gestimmt. Macht er denselben Scheiß jetzt nochmal? Weil du kannst da nichts anderes machen, als einfach Zunder geben, ne? Also als ihm irgendwas auf den Leib schießen und hoffen, dass er gestunt wird vorher. Weil nicht mal Feuer macht ihm halt einfach nichts aus. Interessiert ihn einfach nicht. Und jetzt kommt der krasse Move wieder. Scheiße. Kommst du da hinter so einen Stein? Ach komm, in die Ecke auch noch. Jetzt haben wir es. Sehr gut. Und erwischt mich natürlich. Ja! So, der Mensch in der Regie kann sein goldenes Fingerchen schon mal auf den wichtigen Knopf legen. Denn gleich machen wir hier schön die PB. Frage ist ab wann? Hast du jetzt durch die durchgeknallt? Ja. Hab ich echt durch die durchgeschossen. Das geht eigentlich gar nicht. So, und zwar, ich sag jetzt einfach mal, hier, da ist nämlich Ende. 1:48:21! Sau gut. Das war ganz gut, oder? Ja, würde ich mal sagen. Das war gut. Es ist halt für mich, danke. Das war großartig. Danke auch, dass du die Mühe und die Geduld und die Zeit hattest jetzt hier mit mir noch zusammen, weil sonst hätte ich hier ganz alleine gesessen und niemand hätte es mit mir gefeiert. Das wäre traurig. Hui, also es lief besser, als ich gedacht habe, aber wie gesagt, 15 Minuten hätte ich locker rausholen können. Ich habe auch hier und da hätte ich auch locker noch, also noch mehr rausholen können, aber hast du gesehen, die paar Fehler, ein, zwei Mal gestorben. Ja, aber es ist schon ein cooler Speedrun, finde ich. Also muss ich sagen. Macht Spaß, ja. Zu gucken. Also, ja, finde ich auch so. Weil man wenig, also es ist wenig, man bricht das Spiel jetzt nicht. Man macht es nicht komplett kaputt oder man rollt nur und sieht irgendwie nichts vom Spiel, so wie bei Zelda oder so, sondern du bist irgendwie noch normal am Spielen. Finde ich auch, das finde ich gut. Ah, ja. Hat mir gut gefallen, muss ich sagen. Dranbleiben. Dranbleiben, genau. So, gucken wir noch mal die Zeit. Das ist natürlich die 1:48, ist ja auch nur unsere Zeit. Ich nehme an, das hier wird eine bessere Zeit sein. Hier wird noch mal das B-Abenteuer angeteased, was so ein geiles Ende hat. Also dieses Monster am Ende ist so kristallklar, wie das aussieht. Ne? Wahnsinn. 1:42 ist sogar noch ein bisschen besser. Hätte ich nur dreimal gespeichert, wäre es ein S+. Und da wir hier, glaube ich, den ganzen Kram noch nicht freigeschaltet haben, kriege ich jetzt wahrscheinlich auch ein paar Sachen freigeschaltet. Naja. Sehr gut. Stark. Ich bedanke mich bei dir. Ja, ja. Und bei mir natürlich auch. Ja, bei uns beiden. Das war schön. Danke, dass du auch mit deinen Spielen da warst. Du kommst dann natürlich irgendwann noch mal. Unbedingt. Das hier wird es irgendwann auch noch mal geben. Der Gregor übt jetzt gerade Claire. Und dann machen wir irgendwann so eine Art Speedrun mit zwei unterschiedlichen, aber doch zeitlich ähnlichen Geschichten. Das wird dann halt nicht so hundertprozentige Competition, aber wird Spaß machen, glaube ich, zuzugucken. Ja. Und dann irgendwann machen wir auch noch mal ein richtiges Battle oder so. Aber jetzt erstmal war das der
der Trainingslauf und jetzt ist erstmal ein Monat Pause. Der Gregor will das üben und dann gucken wir mal. Und dann Vollgas. Ja, das war's mit Spiel und alle. Danke an dich nochmal. Gerne, gerne. Und ja, euch auch danke, dass ihr hier 2 Stunden lang mit uns ausgehalten habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.